Es war ein ganz normaler Tag in Ponyville. Der Tag war sogar so normal, dass Discord sich langweilte. Obwohl er wusste, dass ihm der Zutritt verboten war, schlich er sich trotzdem in Twilights Bibliothek und durchstöberte einige Bücher. Es gab eine riesige Auswahl. Wo sollte er nur anfangen? Es dauerte nicht lange, bis ein großer, in Leder eingebundener Wälzer ihm ins Auge sprang. Das Buch war groß, wunderschön und rief ihm zu. Er konnte nicht widerstehen. Was war das? Der Alarm der Bibliothek. Discord vergreift sich an Büchern, von denen er die Hufe lassen soll. Das wird kein gutes Ende haben. Wir müssen dorthin, ehe es zu spät ist. Katztastisch geht ein neues Abenteuer los mit My Little Pony. Aber was ist zu tun? Tippe auf den Bildschirm, um zu springen. Okay, kein Problem. Wow, sehr gut. Nur noch ein kleines Stück. Und nochmal. Sehr schön, Fluttershy. Nur nicht aufgeben. Großartig. Wir kommen sehr gut voran. Oh, Achtung. Wow. Hey, wir können ja super. Sogar einen Doppelsprung. Sehr schön. Und nochmal. Sicherlich erinnert euch das an Harmony's Quest. Das ist eine ähnliche App. Wow. Genau so. Auch wirklich schön gemacht. Tippe zweimal für einen Doppelsprung. Okay, kein Problem für uns. Und nochmal. Sehr schön. Genau so. Fluttershy, du bist einfach die Beste. Und nochmal. Huiuiui. Hier ist also mehr... Wow, Geschicklichkeit Großartig. Gefragt. Großartig. Wenn du etwas triffst oder in ein Loch fällst, verlierst du ein Herz. Halt beim Rennen Ausschau nach mehr Hindernissen. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Das wollen wir doch gleich mal sehen. Wische mit deinem Finger auf dem Bildschirm auf und ab, um Fluttershy im Flug zu steuern. Ich muss sagen, Fluttershy sieht wunderschön aus in Form eines Pegasus. Großartig! Schaut mal, wie schön! Und sie fliegt und sammelt oben Münzen ein. Wofür das jetzt genau gut ist, das werden wir noch erfahren. Super! Das ist Ponykraft. Sie ist super toll und kann dazu verwendet werden, deine Spezialfähigkeit zu verbessern. Oh nein! Zu spät! Das ist das schlimmste Buch, das Discord hätte lesen können. Oh nein, was ist denn jetzt los? Was hat er denn angestellt? Krisenzeitponys! Discord hat eine uralte Magie freigesetzt, die alle Farben der Welt absaugt. Wir müssen die Kraft der Freundschaft einsetzen, um das Problem zu lösen. Und zwar schnell. Fangen wir mit diesem Wirbel an. Okay, wir brauchen also die Kraft der Freundschaft. Nur zusammen schaffen wir es, in diesem Spiel weit zu kommen. Los geht's. Wähle ein Pony aus. Okay, wir nehmen Twilight. Twilight Sparkle. Verabschiede dich von nervigen Hindernissen mit Twilights magischem Schlag. Zeigen wir diesem Wirbel, was eine Prinzessin der Alihörner so drauf hat. Dann wollen wir doch mal sehen. Jetzt geht das Spiel erst so richtig los. Wie vorhin schon gesagt, gespielt haben wir schon mal Harmony's Quest. Das war ein ähnliches Spiel. Aber hier kommt es darauf an, wann wir auch springen. Wow! Also das ist ein bisschen mehr mit Geschicklichkeit zu tun. Kraft erhöht. Nehmt das, Hindernisse. Twilights magischer Schlag wird den Weg freiräumen. Schaut mal, wie toll Twilight Sparkle jetzt aussieht. Genauso ähnlich schön wie Fluttershy als Pegasus. Und meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch das neue Spiel von My Little Pony gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen. Zeigt mir, dass ihr auf jeden Fall noch mehr von dieser App sehen möchtet. Übrigens, die anderen Ponys sind momentan noch gesperrt. Ich werde diese aber freischalten. Die kann man aber nur freischalten, indem man sich das Spiel kauft, also in-App. Käufe betätigt. Bevor ihr das macht, fragt bitte eure Eltern, falls ihr das Spiel auch spielt. Ich werde mir gleich alle Ponys auf einmal kaufen, das heißt 5 Euro kosten die. Ich möchte jetzt aber keine Werbung für das Spiel machen. Wie gesagt, schaut es euch einfach mal an. Ich wollte nur Bescheid geben, falls jemand von euch sagt, ja Mensch, ich würde das gerne auch weiterspielen, aber die anderen Ponys muss man ja erst kaufen. Ja, das ist leider so. Gut, ich werde das aber für euch machen, denn ich möchte das Spiel ja durchspielen. Außer ihr wollt es nicht sehen. Aber das entscheide ich dann mit euch in den Kommentaren. Los geht's! Twilight Sparkle! Oh Gott, jetzt sind wir aber viel zu schnell unterwegs gewesen. Der Wirbel hat gegen die Kraft der Freundschaft keine Chance. Wow, damit haben wir schon das erste Level geschafft und ein bisschen mehr Freundschaft zurückgebracht. Wir müssen die Kraft der Freundschaft einsetzen, um noch mehr Farben zurückzubringen. Du kannst herein und herauszoomen, indem du deine Finger auf dem Bildschirm öffnest und schließt. Okay, das können wir gleich mal machen. Schaut mal, das ist also die große Karte von Ponyville, von der Ponywelt, von My Little Pony.
Und das alles müssen wir wieder bunt machen. Und zwar mit der Kraft der Freundschaft. Dann lass uns direkt in das nächste Level. Wähle ein Pony aus. Nehmen wir Fluttershy. Fluttershy. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Ja, das stimmt. Los. Los, los, Fluttershy. Okay. Ganz kurz noch zu den anderen Ponys. Ich werde die anderen Ponys erst für die nächste Folge freischalten. Und dann werde ich euch nach und nach all die Ponys vorstellen und zeigen. Mit all ihren Spezialkräften. Daher werde ich in dieser Folge nur mit Fluttershy und Twilight Sparkle spielen. Wen von den beiden findet ihr eigentlich besser? Und welche hat die bessere Fähigkeit? Ist das Twilight Sparkle? Auf und davon! Mit dem Horn? Oder ist das Fluttershy? In Form eines Pegasus, so wie ihr sie jetzt sehen könnt. Immerhin kann sie jetzt fliegen und sieht so wunderschön aus, vor allem ihre Haare. Ich bin begeistert. Okay, Fluttershy, jetzt aber Achtung. Wir müssen uns auch vor den Hindernissen in Acht nehmen, die einfach so aus dem Boden erscheinen. Hurra! Wow! Sehr schön gerutscht. Und schön konzentriert bleiben. Die ersten Level sind gar nicht so schwer, es wird aber natürlich schwieriger. Juhu! Schöner Sprung und wahui! Du bist die Nummer 1! Fluttershy ist auf jeden Fall die tollste. Wobei, die anderen sind auch toll, ich kann mich wieder nicht entscheiden. Pegasus zum Himmel empor! Also ich glaube, als ich damals für euch das Spiel My Little Pony Harmony's Quest gespielt habe, waren die meisten von euch große Fans von Rarity. Ich bin gespannt, ob sich das jetzt ändern wird. Schreibt das gerne in die Kommentare, wer von euch ein Lieblingspony hat. 1:0 für die Kraft der Freundschaft! Sehr schön. Und wieder ein Land geschafft. Damit bringen wir wieder Farbe in die große, schöne Welt. Wir müssen die Kraft der Freundschaft einsetzen, um noch mehr Farben zurückzubringen. Das ist wahr. Und jetzt? Wo wollen wir als nächstes hin? Was können wir noch tun? Da vielleicht. Zeit für eine Ponyverbesserung. Eine Ponyverbesserung? Okay, dazu klicken wir einfach rechts unten auf den Pfeil, der nach oben zeigt. Okay, und jetzt? Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes neue Level macht das Pony noch toller. Wähle eine Kraft, die du verbessern willst und zack. Einfach, oder? Das stimmt und schaut mal, hier sehen wir auch die Ponys in all ihren verschiedenen Formen. Oh, Pinkie Pie sieht ja super aus. Rarity, ziemlich aggressiv. Wow. Und Rarity ist super. Ich meine gerade Rainbow Dash. Ich habe gerade wieder die Namen verwechselt. Applejack ist aber auch super putzig gemacht. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Das ist toll. Fluttershy wird bald bis zum Mond und zurückfliegen können. Das ist echt fantastisch. Naja, mehr Münzen haben wir nicht. Von daher würde ich sagen, raus aus der Erweiterung. Wie es aussieht, gibt's einen Wirbel auf der anderen Seite von Ponyville. Du gelangst direkt dorthin, wenn du auf das dazugehörige Symbol am Rand des Bildschirms tippst. Okay, das können wir machen. Aber ich würde sagen, wir starten mal direkt ins Abenteuer und springen in die nächste Level, oder? In das nächste Level, und zwar in das da oben, würde ich sagen. Ah, Moment. Da, genau. Das war es für die Eltern. Wie es aussieht, hast du nicht genug Ponykraft. Eine zusätzliche Mission oder zwei sollten das Problem lösen. Okay, genau. Aber das machen wir in der nächsten Folge, also die Erweiterung plus Ponys. Ich würde sagen, wir springen in das nächste Level und schauen uns das mal genauer an. Dann mal los. Wo springen wir jetzt rein? Vielleicht da oben. Genau. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Nehmen wir wieder Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Verabschiede dich von nervigen Hindernissen mit Twilights magischem Schlag. Wir sind auf jeden Fall bereit. Zeigen wir diesem Wirbel, was eine Prinzessin der Alihörner so drauf hat. Aber mit dem größten Vergnügen. Zeigen wir ihnen, was Twilight Sparkle so kann. Aber kabum! Ala kabum! Sehr schön, die Fähigkeit ist echt fantastisch. Übrigens werde ich euch natürlich auch im Laufe des Let's Plays sagen, ob sich der Kauf lohnt von den extra Ponys. Man muss dazu sagen, leider kann man das Spiel nur mit den gekauften Ponys durchspielen. Ja, das ist leider ein bisschen schade. Wow, Achtung, wow, das war gefährlich. Aber wie gesagt, verfolgt das gerne, also gerade auch an die Eltern, die hier vielleicht auch mitschauen. Ich werde natürlich am Ende des Let's Plays sagen, ob es sich lohnt oder nicht. Juhu! Wir werden gespannt sein. Aber jetzt konzentrieren wir uns, denn wir müssen wieder die Farben zurück ins Land bringen. Und das schaffen wir nur mit der Hilfe der Freundschaft. Wow. Wow. Kraft erhöht.
Sehr schön, jetzt haben wir wieder die Kraft des Horns. Das macht unser liebes Pony Twilight Sparkle Pony auch richtig stark. Wenn wir so weitermachen, kommen wir gut durch. Und wir haben noch alle drei Herzen. Sehr schön. Nur nicht aufgeben. Und da sind wieder viele Punkte, die wir aber gar nicht erreichen können, weil wir nicht fliegen können. Fluttershy würde da einfach hochfliegen und alles einsammeln können. So, und überall Stacheln. Darauf sollten wir auch achten, dass wir nicht getroffen werden. Und Sprung. Wow, das ist aber ein großer Stachel. Und nochmal so ein großer. Und durchgerutscht. Und da vorne ist das Ziel. Geschafft. Gut gemacht, Twilight Sparkle. Du hast es gemeistert. Klasse. Ich hoffe nicht, dass Discord gerade ein Nickerchen macht, während wir seine farbenstehlenden Fehler beheben. Naja, wer weiß, ob er gerade ein Nickerchen macht oder nicht. Irgendwas wird er schon treiben, oder? Du hast genug Ponykraft, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Sollen wir unsere Fähigkeiten nochmal verbessern, bevor wir die Folge beenden? Schauen wir doch mal rein. Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes neue Level macht das Pony noch toller. Verabschiede dich von nervigen Hindernissen mit Twilights magischem Schlag. Cool! Celestia sollte gut aufpassen. Die Schülerin wird die Lehrerin bald übertreffen. Ah, Celestia ist also die Lehrerin von Twilight Sparkle. Interessant. Katztastisch geht es weiter mit My Little Pony Läufer. Mal sehen, wie viel Farbe wir heute in der Episode zurückbringen. Ponyvilles Farben werden total in die dunkle Dimension gezogen. Los geht's, Ponys! Ganz genau, wir müssen etwas dagegen tun. Starten wir also ins Abenteuer mit neuen Ponys. Los geht's. Wähle ein Pony aus. Wen sollen wir heute nehmen? Applejack vielleicht oder Pinkie Pie? Pinkie Pie! Es ist ein Springspektakel mit Pinkie Pie. Ihre Sprünge und Doppelsprünge bringen sie hoch wie niemals zuvor. Sehr toll, wir sind gespannt. Pinkie Pie wird dieses Portal wie einen Partyballon platzen lassen. Okay, Pinkie Pie, dann sag mal, was du so drauf hast. Und ich bin gespannt auf deine Fähigkeit, wie sich diese hier zunutze machen lässt. Also mal los. Achtung, da sind wieder viele Hindernisse auf dem Boden. Wow, und Sprung und Fähigkeit. Steig zum Himmel empor, Pinkie Pie. Pinkie Pies Sprünge und Doppelsprünge sind jetzt sprunghafter als jemals zuvor. Schaut mal, Pinkie Pie springt wie ein Häschen und macht sogar Saltos in der Luft. Wow, sehr toll. Wirklich eine spannende Fähigkeit. Okay, wow, da war Matsch auf dem Boden. Pinkie Pie, jetzt müssen wir aber wieder gut aufpassen. Konzentrier dich und lass dich bloß nicht treffen. Lauf nicht in diese Stacheln hinein. Du schaffst das schon. Los, los, los. Fähigkeit. Es wird Zeit zu gehen. Springen wir los. Ganz genau. Mal sehen, wo sich diese Sprungfähigkeit am ehesten lohnt. Wo macht es am meisten Sinn, diese einzusetzen? Uiuiui. Das war jetzt ein riskanter Sprung. Und weiter. Du bist die Nummer 1. Danke, danke, danke. Nur nicht aufgeben. Wir haben es bald geschafft. Das Ziel ist nicht mehr fern, Pinkie Pie. Los, los, los. Und meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr große My Little Pony Fans seid und ihr auf jeden Fall noch mehr Episoden von diesem Spiel sehen möchtet. Okay. Und das Ziel ist da vorne. Ich kann es schon sehen. Die Kraft der Freundschaft gewinnt immer. Wir haben es geschafft. Super. Und wir bringen wieder Farbe zurück in die Ponywelt. Juhu. Wir müssen die Kraft der Freundschaft einsetzen, um noch mehr Farben zurückzubringen. Das haben wir klasse gemacht. Schaut mal, es wird immer bunter. Aber natürlich fehlt noch einiges. Du hast genug Ponykraft, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Das stimmt. Der Wirbel hat gegen die Kraft der Freundschaft keine Chance. Aber die Verbesserung werden wir nachher machen. Wir springen lieber mal in das nächste Abenteuer. Mal sehen, wen wir diesmal nehmen werden. Das klingt nach einer Mission für... Naja... Wie noch immer du willst. Tja, wen nehmen wir denn diesmal? Wir nehmen... Applejack. Äpfel regnen vom Himmel herab, um alles, was Applejack im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Da bin ich ja mal gespannt. Los geht's mit Applejack. Es wird Zeit, dass dieser Wirbel aus der Stadt geworfen wird, Applejack. Dann zeig doch mal, was wir mit deinen Äpfeln als Fähigkeit so anstellen können. Wow, das war aber ein gigantisch hoher Sprung. Sehr schön gemacht, Applejack. Und sammeln natürlich viele, viele Münzen ein. Diese brauchen wir nämlich, um unsere Fähigkeiten hier im Spiel zu verbessern. Denn je besser unsere Fähigkeiten, desto leichter werden die Level für uns. Auch wenn diese natürlich schwieriger werden. Aber Achtung, es gibt Unmengen an Hindernissen. Juhu! Sehr schöner Sprung!
Wo sind die nächsten Äpfel? Wir wollen die Fähigkeit von Applejack sehen. Achtung, uiuiui. Direkt durch Heu gelaufen. Da vorne ist ein Apfel. Apfelsaison. Nichts räumt die Hindernisse aus dem Weg wie ein Apfelschlag. Wow, das ist wirklich gewaltig. Eine tolle Fähigkeit. Und ich finde es süß, wie Applejack dabei aussieht. Mit einem Cowboy-Hut, wobei den trägt sie jetzt auch schon. Aber den Schleifen und so weiter und so fort. So, wopsala. Sehr gut. Und noch ein Apfel. Halt durch. Es ist Apfelsaison. Was für ein Apfelhagel. Gar nicht mal so schlecht. Wow, schön gerutscht. Wupsala. Und wieder durch Heu gelaufen. Aber das ist nicht schlimm. Das macht uns nur ein bisschen langsamer für einen kurzen Moment. So, und Sprung. Wir haben es bald geschafft. Schaut mal, es wird immer bunter. Und das schwarz-weiße Filter, der Schleier, verschwindet so langsam in diesem Bereich. Da vorne ist das Ziel. Geschafft! Farbexplosion kommt sofort! Super gemacht! Danke, Applejack! Ohne dich wären wir verloren gewesen. Wir haben gerade erst angefangen. Ponyville sieht jetzt schon viel hübscher aus. Ja, das stimmt. Langsam kommen die Farben zurück. Das ist eine Aufgabe für ein ganz besonderes Pony. Nur sie kann diese Aufgabe bewältigen. Zeit für eine Pony-Verbesserung. Oh, ein Level für nur für Twilight Sparkle. Wir machen mal weiter mit einer Verbesserung. Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes neue Level macht das Pony noch toller. Doch was wollen wir verbessern? Äpfel regnen vom Himmel herab. Und die Kraft der Freundschaft ist unaufhaltsam. Sehr schön. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Äpfelkräfte. Danke, Applejack. Es ist ein Springspektakel mit Pinkie Pie. Ding! Pony-Level-Aufstieg! Und damit haben unsere wichtigen Ponys, mit denen wir schon gespielt haben, ein Level-Up. Sehr toll! Sie werden jetzt stärker, flinker und sind besser unterwegs. Weiter geht's mit Twilight Sparkle! Es wird Zeit, dass Twilight diesem Wirbel eine Lektion erteilt. Dann mal los! Wir sind auf jeden Fall gespannt. Mal sehen, was heute passiert. Mit unserer lieben Twilight Sparkle. Achtung, Achtung. Bloß nicht zu übermütig sein, sonst passiert noch was. Kraft erhöht. Wow, die ultimative Kraft. Das sieht super aus und ist echt stark. Wow, wow. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Juhu. Das war gerade unglaublich. Twilight Sparkle, du bist die Beste. Wow, was für ein starkes Horn. Das muss ich ihr lassen. Findet ihr das auch stark? Wen findet ihr eigentlich besser von den neuen Ponys, die wir bereits gesehen haben? Applejack mit ihrer Apfelhagelfähigkeit? Oder aber Pinkie Pie mit dem Megasprung? Schreibt es mal in die Kommentare. Natürlich mit einer Begründung, warum ihr sie oder ihn, beziehungsweise beide sind ja weiblich, warum ihr Applejack oder Pinkie Pie besser findet. Ich bin gespannt. Du bist die Nummer 1. Also ich muss sagen, ich finde den Apfelhagel besser als den Megasprung. Aber das ist nur meine Meinung. Jeder darf seine eigene haben. Ich bin gespannt, was eure ist. Und wir sammeln extrem viele Münzen ein. Erhöht. Und jetzt nochmal Super Pony. Wow. Das ist wirklich stark. Ohne das Horn würden wir hier niemals durchkommen. Zum Glück haben wir das Horn. Und diese tolle Fähigkeit. Juhu. Wow, das sind aber viele Münzen. Klasse. Upsala, in die Pfütze gesprungen. Die Kraft der Freundschaft gewinnt immer. Und wir haben es geschafft. Das war mal wieder eine super Aktion von uns. Yeah, es wird bunt. Du bist der Stolz von Equestria, Twilight Sparkle. Equestria wird wieder bunt. Ach, sehr schön. Erinnert mich an Equestria Girls. Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Und hier brauchen wir also Applejack. Verstehe. Applejack, jetzt treten wir diesem Problem mal ordentlich in den Wirbel. Okay, Applejack, du bist wieder im Spiel. Wir brauchen unbedingt deine Hilfe, damit wir hier durchkommen. Wow! Zeig uns, was du kannst. Zeig uns, wie du uns hier aus dem Schlamassel helfen kannst. Alles ist schwarz-weiß, wir brauchen wieder Farbe. Apfelsaison. Jetzt regnet es Äpfel. Achtung! Klasse Sache. Wirklich toll. Hier hat auch wirklich kein Hindernis eine Chance. Wow, das war knapp. Das war sogar sehr knapp. Wow, schöner Sprung. Applejack, wir kommen gut voran. Du bist wirklich klasse. Wow, wow, wow. Oh, da unten gab es viele Münzen, die haben wir jetzt leider verpasst. Und jetzt eine Rutsche. Juhu, juhu.
wow, wow, das geht aber tief runter. Wow, der Sprung war ein bisschen zu gewaltig. Und es ist wieder Apfelsaison. Machen wir so einige Hindernisse kaputt. Sehr schön. Das funktioniert wirklich fabelhaft. Und das sind viele Hindernisse. Und nochmal. Ui, ui, ui. Wir kommen gut voran. Aber wir sollten natürlich die ganze Lage nicht unterschätzen. Wer weiß, was gleich passieren kann. Wir müssen immer auf der Hut bleiben. Wow, schöner Sprung und im Heu gelandet. Aber das macht uns nicht aus, denn das zieht auch keine Herzen ab. Schön einsammeln und weitersammeln und wir sind so gut wie am Ziel. Toll, sehr, sehr toll. 1:0 für die Kraft der Freundschaft. Wow, klasse Aktion. Haben wir super gemacht. Und wieder mehr Farbe im Land Equestria. Dank der Kraft der Freundschaft hat dieser Wirbel ausgewirbelt, Applejack. Sehr gut. Ohne Applejack hätten wir hier das Nachsehen. Danke dir dafür. Zeit für eine Pony-Verbesserung. Das ist wahr, aber wollen wir diese jetzt schon machen? Ja, warum eigentlich nicht? Der Wirbel hat gegen die Kraft der Freundschaft keine Chance. Oh, und der Wirbel ist ziemlich gefährlich. Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes neue Level macht das Pony noch toller. Okay. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Kraft erhöht! Sehr schön. Wir können jetzt noch höher bzw. länger fliegen. Verabschiede dich von nervigen Hindernissen mit Twilights magischem Schlag. Gerne. Cool! Celestia sollte gut aufpassen. Die Schülerin wird die Lehrerin bald übertreffen. Das stimmt. Twilight Sparkle ist wirklich unglaublich toll. Gehört auch zu meinen Lieblings-Mandel-Pony-Ponys. Gut, dann springen wir in das nächste Level. Los geht's. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Also ich würde sehr, sehr gerne Fluttershy auswählen. Und ihr? Fluttershy. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Das stimmt, los geht's. Flieg wie ein Adler, Fluttershy. Und sicherlich fragt ihr euch, Moment mal, was ist eigentlich mit Rarity und Rainbow Dash? Die werde ich euch natürlich in der nächsten Folge zeigen. Aber in dieser Folge sollte der Fokus auf Applejack und Pinkie Pie liegen. Pegasus zum Himmel empor. Los geht's, wir fliegen wieder quer durch die Lüfte und sammeln ganz viele Münzen ein. Und wir kriegen das immer besser hin, muss ich sagen. Schaut mal, wie elegant Fluttershy in der Luft ist. Wow, unglaublich toll. Danke, Fluttershy. Fluttershy ist so schön. Was für ein schönes Pony. Wow. Klasse, schön gerutscht. Aber jetzt weiter. Nur nicht aufgeben, wir haben es bald geschafft. Wir müssen wieder den Schleier vergrößern. Wie ihr sehen könnt, führen wir einen bunten Schleier mit uns mit. Und das Graue verschwindet. Juhu. Könntet ihr euch vorstellen, eine Welt ohne Farben? Stellt euch mal vor, alles um euch herum wäre schwarz-weiß. Also nicht nur das, was wirklich schwarz-weiß ist, sondern alles. Auch wenn ihr nach draußen schaut. Alles das wäre schwarz-weiß. Halt durch! Wie wäre das für euch? Würdet ihr sagen, ja, das wäre toll und interessant? Oder sagt ihr, nein, das wäre alles andere als schön? Schreibt es mal in die Kommentare mit eurer Begründung, warum das toll oder nicht so toll wäre. Ich bin sehr gespannt. Also ich liebe bunte Farben, deswegen möchte ich kein Schwarz-Weiß haben. Und wir haben es geschafft. Farbexplosion kommt sofort. Fluttershy, du bist die Allerbeste. Danke dafür. Wow, klasse Aktion. Ich hoffe nicht, dass Discord gerade ein Nickerchen macht, während wir seine farbenstehenden Fehler beheben. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Was macht er überhaupt die ganze Zeit? Du hast genug Ponykraft, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Wir werden das alles schon mit der Kraft der Freundschaft bewältigen. Auf geht's! Das denke ich auch. Katztastisch geht es weiter mit My Little Pony Läufer hier auf dem Katze-Kinderkanal. Seid ihr bereit für neue Ponys? Lasst uns loslegen. Wähle ein Pony aus. Wen sollen wir nehmen? Rainbow Dash? Fluttershy? Pinkie Pie. Es ist ein Springspektakel mit Pinkie Pie. Ihre Sprünge und Doppelsprünge bringen sie hoch wie niemals zuvor. Dann mal los. Pinkie Pie wird dieses Portal wie einen Partyballon platzen lassen. Aber auf jeden Fall. Los geht's. Wow. Wow, schöner Sprung. Ja, meine Lieben, es geht weiter in Folge 3 hier von My Little Pony Läufer. Die lustige App. Und wir versuchen, die Farbe wieder zurückzubringen. Zum Himmel empor, Pinkie Pie. Jetzt springen wir durch die Lüfte und ziemlich hoch auch noch, machen Saltos. Pinkie Pie ist einfach die Beste. Das macht sie fabelhaft. Wuhui. Sehr schön.
Immer weiter, immer höher. Du schaffst das, Pinkie Pie. Juhu! Wirklich, wirklich toll. Natürlich zeige ich euch im Laufe dieser Folge natürlich auch noch Rarity und Rainbow Dash. Aber alles mit der Zeit. Wir müssen aufpassen. Oh weia, das ist zum ersten Mal in dieser Serie, in dieser Let's Play-Serie passiert. Wir sollten gut aufpassen. Sowas sollte uns nicht noch einmal passieren. Zwei Herzen haben wir aber noch. Pinkie Pie wird das schon schaffen. Weiter, Pinkie Pie. Nur nicht aufgeben. Halt durch. Auf jeden Fall. Und wenn wir so weitermachen, kommen wir gut voran. Da bin ich guter Dinge. Es wird Zeit zu gehen. Springen wir los. Oh ja, ganz genau. Je höher die Sprünge, desto besser. Wir kommen echt gut voran und schön gerutscht. Pinkie Pie, du bist klasse. Achtung! Hui, das war knapp. Fast wären wir in den Abgrund gefallen. Aber Pinkie Pie ist eine Meisterin. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Falls euch das Spiel gefällt und ihr große My Little Ponies Fans seid, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen. Zeigt mir, dass ihr noch mehr Folgen von diesem Spiel wollt. Und wir haben es geschafft. 1:0 für die Kraft der Freundschaft. So schnell kann es gehen. Pinkie Pie, du bist einfach die Beste. Du hast es für uns geschafft. Wir müssen die Kraft der Freundschaft einsetzen, um noch mehr Farben zurückzubringen. Ja, das stimmt. Wir brauchen wieder noch mehr Farben im Spiel. Also, lasst uns weiter. Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Stimmt. Vielleicht sollten wir erst einmal unsere Kräfte verbessern, bevor es dann in das nächste Level geht. Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes neue Level macht das Pony noch toller. Rarities anziehende Persönlichkeit zieht Ponykraft und heilende Herzen an. Cool. Bei der Kraft der Ponys. Wow, wir haben das magnetische Feld erhöht. Mal sehen, wie diese Fähigkeit aussieht. Das sehen wir aber später. Machen wir weiter. Doch, welches Pony wollen wir als nächstes wählen? Lasst uns mal nachsehen. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Ist doch klar, welches wir jetzt wählen. Rarity. Rarities anziehende Persönlichkeit zieht Ponykraft und heilende Herzen an. Los geht's! Verpassen wir dem Wirbel einen ordentlichen Tritt in Manhattan-Style, Rarity. Das denke ich auch. Und Rarity ist so ein super schönes Pony. Ich muss schon sagen, Rarity ist, glaube ich, mein Liebling. Aber wir werden noch sehen. Rainbow Dash müssen wir auch noch spielen. Mal sehen, wie die Fähigkeit bei Rarity aussieht. Unwiderstehlich! Niemand kann sich Rarities anziehendem Charme widersetzen. Nicht einmal Herzen und Ponykraft. Schaut mal, wie wunderschön Rarity aussieht. Einfach fabelhaft. Wow! Wow, wir hätten rutschen sollen. Stattdessen sind wir ein bisschen rumgeeiert in der Luft. Naja, das kann jedem mal passieren. Rarity, gib nicht auf. Du musst immer weiter reiten. Upsala. Jetzt bin ich fast wieder runtergefallen. Aber bisher schlagen wir uns ganz gut, würde ich sagen. Rarity, weiter, weiter und weiter. Achtung! Eine kleine Rutschpartie darf natürlich auch nicht fehlen. Über Stock und über Stein. Und... Juhu! Schöner Sprung, Rarity. Achtung! Du schaffst es! Ganz genau, Rarity. Mach so weiter. Wir haben immer noch alle unsere drei Herzen. Und... Magnetische Kräfte! Ziemlich praktisch. Schaut mal, mit diesem Magnetfeld saugen wir alle Münzen ein. Sie werden sozusagen angezogen. Perfekt. Und das war's auch schon. Das Level ist so gut wie beendet. Rarity, danke. Farbexplosion kommt sofort. Kadabum, bam. Schön mit dem Horn nach vorne. Geschafft. Wir machen Fortschritte. Aber einige Gebiete von Ponyville sind so grau wie die Mähne von Granny Smith. Ganz genau. Wir sollten dieses Spektakel nicht... Zeit für eine Pony-Verbesserung. Vermissen. Genau, Zeit für eine Ponyverbesserung, aber ich würde sagen, wir machen weiter. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Sollen wir Rainbow Dash nehmen? Applejack. Äpfel regnen vom Himmel herab, um alles, was Applejack im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Erstmal nicht. Es wird Zeit, dass dieser Wirbel aus der Stadt geworfen wird, Applejack. Ganz genau, los geht's, Applejack, du schaffst das. Wow! Ich mach's natürlich ein bisschen spannend. Und werde Rainbow Dash ein bisschen später einsetzen. Deswegen spielen wir jetzt erst einmal mit Applejack weiter. Mal sehen, wie sie sich anstellen wird. Schon in der letzten Folge hat sie wirklich gute Arbeit geleistet. Und mit einem Apfelhagel
so manche Gegner bezwungen. Gar nicht mal so übel. Also, los geht's, Applejack. Pass aber bitte gut auf dich auf. Schöner Sprung. Achtung. Hui. Du bist doch glatt ein bisschen zu spät losgesprungen. Oh weh, oh weh. Jetzt bin ich leider nicht oben auf den Plattformen gelandet. Apfelsaison. Jetzt regnet es Äpfel. Jetzt passiert uns wirklich gar nichts mehr. Alle Stacheln sind in 0, nix verschwunden. Schöne Sache. Wenn das so weitergeht, schaffen wir das mit Links. Los, 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 Applejack. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Und es regnet wieder Äpfel. Lasst uns Äpfel sammeln. Das muss wehtun, wenn so ein Apfel auf den Kopf landet. Oh weh, oh weh. Das möchte ich nicht miterleben. Los und weiter, Sprung für Sprung. Jetzt hier eine Münzenkette. Na, fast alle eingesammelt, gar nicht mal so übel. Und mit Rarity, Quatsch, mit Applejack kommen wir gut durch. Wen findet ihr eigentlich besser, Rarity oder Applejack? Schreibt's mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Geschafft! 1:0 für die Kraft der Freundschaft. Und wieder ein Bereich. Geschafft. Und die Farbe zurückgebracht. Wir müssen die Kraft der Freundschaft einsetzen, um noch mehr Farben zurückzubringen. Wenn wir so weitermachen, kommen wir wirklich schneller voran, als ich ursprünglich annahm. Du hast genug Ponykraft, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Oh, jetzt brauchen wir unbedingt Fluttershys Hilfe. Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes neue Level macht das Pony noch toller. Regenbumm dich durch Hindernisse hindurch mit Rainbow Dash. Schwupps! Glaubst du, Rainbow Dash kann jetzt die Schallmauer durchbrechen? Da bin ich aber wirklich sehr gespannt, was uns diese Fähigkeit bringen wird. Ich meine, das mit Rainbow Dash ist noch völlig neu für uns. Los geht's! Rarities anziehende Persönlichkeit zieht Ponykraft und heilende Herzen an. Mit einer solch mächtigen Anziehungskraft sollte Rarity ihren eigenen Vergnügungspark haben. Der eigene Vergnügungspark? Ich glaube, das wäre ziemlich toll. Wer wünscht sich das nicht? Aber gut, ich glaube, wir starten jetzt in das nächste Level. Am besten mit Fluttershy. Los geht's. Zeit zum Fliegen, Fluttershy. Zeig, was du kannst. Du bist doch ein Pegasus, oder? Wow! Juhu! Sag mal, haben die anderen Ponys eigentlich auch eine Art Pegasus-Fähigkeit? Auf die besten machen Fehler. Oh, Entschuldigung, Pegasus, Fluttershy. Nee, jetzt mal im Ernst. Im Spiel zwar nicht, aber können die anderen Ponys auch in eine Art Pegasus-Verwandlung übergehen? Wer ist denn ein großer My Little Pony-Fan und kennt sich da aus? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Schreibt das daher in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Wow. Oh, was ist denn das für eine Abzweigung? Oh, upsala. Oh, große Brocken. Wir sollten aufpassen. Schade, dass wir da nicht hochgekommen sind. Uiuiuiui. Ziemlich riskant. Auf und davon. Also gut, Rarity. Warum sage ich ständig Rarity? Ich meine natürlich Fluttershy. Achte darauf, wo du hinfliegst. Hier sind überall Steine in der Luft, die uns treffen wollen. Upsala. Achtung, wir kommen. Wow. Halt durch. Du schaffst das. Bleib am Ball, Fluttershy. So schnell wird uns niemand unterkriegen. Ich meine, ihr wirst schon aufhalten. Oh weia, ich muss aufpassen. Ich habe nur noch ein Herz. Juhu! Ein Treffer und wir haben verloren. Fluttershy, pass bitte gut auf dich auf. Jetzt zählt wirklich jeder Sprung. Aber du kannst das schaffen. Glaub einfach daran. Bleib positiv. Davon ist das Ziel. Die Kraft der Freundschaft gewinnt immer. Hui, das war eine wirklich sehr knappe Geschichte. Aber Fluttershy hat es geschafft. Fantastisch, fliegender Fluttershy. Du bist wirklich die Beste. Wir können echt stolz auf dich sein. Na dann, lass uns direkt weiter. Zeit für eine Pony-Verbesserung. Doch ich würde sagen, wir nehmen ein freies Level, damit wir jetzt zu Rainbow Dash kommen. Wähle ein Pony aus. Na, ist doch klar. Rainbow Dash. Rainbow Dash. Regen, bumm dich durch Hindernisse hindurch mit Rainbow Dash. Ich bin wirklich sehr gespannt. Okay, Rainbow Dash, zeig, was du kannst. Auf die Plätze, fertig, los, Rainbow Dash. Ich bin vor allem sehr gespannt auf die Fähigkeit von Rainbow Dash. Ob sie wirklich so besonders ist? Geht ihr aus dem Weg, macht Platz für Rainbow Dash. Kein Hindernis bleibt bei ihrem Regenbumm stehen. Wow, das war gewaltig stark.
Habt ihr das gesehen? Unglaublich. Wow! Wow, das war echt knapp. Rainbow Dash, pass bitte gut auf dich auf. Aber ich muss sagen, diese Fähigkeit hält gar nicht so lange an. Naja, wie auch immer. Achtung, Rainbow Dash, Sprung! Juhu! Nachdem ihr jetzt in den letzten zwei Folgen und in dieser alle Ponys und Fähigkeiten gesehen habt, würde mich interessieren, welche Fähigkeit und welches Pony ihr am besten findet. Schreibt das doch mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Ansturm! Wow, jetzt geht's los! Schaut mal, wie schnell sie ist. Unglaublich. Wir kommen gut voran. Bald sollten wir am Ziel sein. Komm, Rainbow Dash. Du schaffst das. Noch ein kleines bisschen. Ganz genau. Ganz meine Rede, sag ich mal. Wow. Also, Canterlot muss befreit werden. Und natürlich auch alle anderen Bereiche hier in Ponyville. Ui, schön durch Heu gelaufen. Hat es ein bisschen an Geschwindigkeit gekostet, aber nicht so schlimm. Da vorne ist das Ziel. Geschafft! Die Kraft der Freundschaft gewinnt immer! Wow, quer reingesprungen mit Rainbow Dash. Klasse! Wir müssen die Kraft der Freundschaft einsetzen, um noch mehr Farben zurückzubringen. Das stimmt. Aber wo geht das Abenteuer jetzt weiter? Was sollen wir jetzt tun? Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Dieser Mangel an Farben ist ein Verbrechen gegen den guten Geschmack. Rarity, Umstyling bitte. Wow! Es wird spannend. Los geht's mit Rarity. Juhu! Mit ihrer magnetischen Fähigkeit sammelt sie wirklich alle Münzen ein. Tja, meine Lieben, es geht weiter hier in Folge 4 und ich bin echt gespannt, wie viel Farbe wir in dieser Folge zurückbringen können. Wie ihr sehen könnt, ist wegen Discord das ganze Ponyland schwarz-weiß. Hier brauchen wir also die Hilfe von unseren Ponys, von Twilight Sparkle, Applejack, Rarity, magnetische Kräfte, von Rainbow Dash, Pinkie Pie und Fluttershy. Habe ich jemanden vergessen? Ich hoffe nicht. Zumindest brauchen wir ihre Hilfe, um wieder Farbe in die Welt zu bringen. Und wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir das auch. Wir müssen einfach nur zusammenhalten. Das ist das Allerwichtigste. Wow! Achtung! Riskanter Sprung! Huiuiuiui. Und hier sind Stacheln, die in der Luft sind. Du schaffst es! Ganz viele Pfützen unten und whoopsala. Und noch einmal runter. Und kriege ich das? Oh nein, jetzt bin ich tatsächlich über den Magneten gesprungen. Oh, Entschuldigung, das war keine Absicht. Wow! Rainbow Dash, Achtung! Uiuiui. Ziemlich schnell unterwegs, das muss man ihr lassen. Und Magnet. Sehr schön, mit dem Magneten kommen wir gut voran und sammeln so viele Münzen ein. Juhu! Rarity, super. Das gehört alles uns. Schaut mal, wie fleißig wir sammeln. Rarity, du bist und bleibst einfach die Beste. Und am Ziel. Farbexplosion kommt sofort. Wow, toller Sprung. Ab ins Ziel. Und wieder etwas mehr Farbe im Spiel. Bravo! Stilvoll geregelt, Rarity. Naja, so viel Farbe ist nun auch wieder nicht dazugekommen. Okay, wir machen direkt weiter. Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Das stimmt. Aber wir werden die Verbesserung erst später machen. Lasst uns also direkt durchstarten in das nächste Level. Das klingt nach einer Mission für... Naja, wie noch immer du willst. Hier haben wir die freie Wahl und entscheiden uns für... Twilight Sparkle. Verabschiede dich von nervigen Hindernissen mit Twilights magischem Schlag. Los geht's. Zeigen wir diesem Wirbel, was eine Prinzessin der Alihörner so drauf hat. Eine Prinzessin der Alihörner. Gibt es eigentlich noch andere Alihörner-Königreiche? Oder generell Hörner-Königreiche? Wo sind die My Little Pony-Fans unter euch? Schreibt mal, was ihr so wisst in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Wow, Achtung! Los geht's, die Rutsche! Wow. Juhu! Einmal gerutscht und gesprungen. Was für eine tolle Kette. Und wenn wir so weitermachen, kommen wir schneller voran, als ich dachte. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, falls euch das Video gefällt und ihr große My Little Pony Fans seid, dann hinterlasst doch einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr große Fans der My Little Pony Serie seid. Also weiter, nur nicht aufgeben. Und schöner Sprung. Super gemacht. Achtung, wow. Die Besten machen Fehler. Ja, Twilight Sparkle, tut mir leid. Ich wollte dich gar nicht dahin manövrieren.
da drauf lenken. Aber der Sprung war wohl ein bisschen zu knapp eingeplant. Bonnie kommt durch. Ja, wir kommen echt gut durch und ziemlich schnell. Aber wir sollten trotzdem aufpassen. Zwei Herzen bedeuten nicht, dass wir sicher sind. Huiuiui, das war ein tiefer Fall. Twilight Sparkle, beeil dich. Kraft erhöht. Wow, mit der Kraft von Twilight Sparkle haben diese Stacheln natürlich keine Chance gegen uns. Alles schön eingesammelt. Und zack, bum, bam. Immer schön weiter. Nur nicht aufgeben. Wow, klasse. Wir sammeln echt gut ein, muss ich sagen. Juhu! Habt ihr diese Habt ihr diese App eigentlich auch? Und wenn ja, wie weit seid ihr mittlerweile gekommen? Schreibt es in die Kommentare. Wow! Farbexplosion kommt sofort. Geschafft. Das war ein richtig toller Sprung. Okay, dann kann jetzt weitergehen. Ich hoffe nicht, dass Discord gerade ein Nickerchen macht, während wir seine farbenstehlenden Fehler beheben. Ja, das hoffe ich. Aber wir werden sehen. Lasst uns... Zeit für eine Pony-Verbesserung. In das nächste Level. Aber wir verbessern erstmal. Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes neue Level macht das Pony noch toller. Was wollen wir verbessern? Regen, bumm dich durch Hindernisse hindurch mit Rainbow Dash. Kraft erhöht. Sehr schön. Aber wir sollten noch etwas verbessern. Die Frage ist nur, was? Äpfel regnen vom Himmel herab, um alles, was Applejack im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Yippie! AJs Kraft Apfelschlag ist jetzt noch stärker als jemals zuvor. Und noch eins. Rarities anziehende Persönlichkeit zieht Ponykraft und heilende Herzen an. Mit einer solch mächtigen Anziehungskraft sollte Rarity ihren eigenen Vergnügungspark haben. Was sagte sie gerade, die Sprecherin Bonika? Nennen sich so diese Münzen? Also ich bezeichne das immer als Münzen, aber was? Wahrscheinlich nennt man das Bonika oder ähnliches. Pinkie Pie, springen die Farben dorthin zurück, wo sie hingehören. Dann zeig mal, was du kannst, Pinkie Pie. Ich bin wirklich sehr gespannt. Oh, da hängen schon Stacheln an der Decke. Wir müssen jetzt echt gut aufpassen. Ich glaube, es wird immer schwieriger im Spiel. Und das ist erst Folge 4. Wow. Wow. Immer weiter, Pinkie Pie. Immer weiter. Steig zum Himmel empor, Pinkie Pie. Juhu! Wow, das war ein schöner Doppelsprung. Ach, schaut mal. Das wusste ich ja gar nicht. Mit der Sprungfähigkeit sind wir immun. Das heißt, wir können sogar Gegner berühren, Stacheln berühren. Es passiert gar nichts mit uns. Schöne Fähigkeit. Achtung. Hui. Im richtigen Moment noch gesprungen, als die Fähigkeit vorbei war. Springen wir los! Und wir springen wieder durch die Lüfte, damit wir gut vorankommen. Los, los, los! Und Sprung! Achtung, runter mit uns! Du bist die Nummer 1! Nur nicht aufgeben, immer weiter und weiter! Das Gute ist, dass wir noch alle drei Herzen haben. Das ist wirklich fantastisch und funktioniert so einfach und wunderbar. Eine schöne Kette an Bonika! So, nenne ich jetzt mal diese Münzen. Und eine Fähigkeit. Steig zum Himmel empor, Pinkie Pie. Schöner Doppelsprung. Vor allem auch mit der Drehung in der Luft, mit dem Salto. Wir haben es gleich geschafft. Das Ziel ist zum Greifen nah, Pinkie Pie. Bleib dran, bleib am Ball. Geschafft. Du bist super. Farbexplosion kommt sofort. Wow. Perfekt. Haben wir echt klasse gemacht. Es wird Zeit für eine Pinkie-Party mit Muffins und scharfer Soße. Moment, Muffins und scharfe Soße? Jetzt mal im Ernst, wie passt denn das zusammen? Würdet ihr Muffins mit einer scharfen Soße essen? Schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinung ist. Also ich muss sagen, ich würde es wahrscheinlich nicht tun. Das klingt nach einer Mission für, naja, wen auch immer du willst. Okay, wir nehmen diesmal... Flutterschein. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Flieg wie ein Adler, Fluttershy. Zeig, was du kannst, Fluttershy. Du bist super. Juhu! Ganz vorsichtig. Nicht zu schnell und nicht zu langsam. Immer schön die Balance halten. Weiter, weiter, weiter. Du schaffst das schon. Immer schön alles einsammeln. Achtung! Hui! Ich dachte schon, wir werden getroffen. Wie schon gesagt, die Welten werden immer gefährlicher und immer mehr Stacheln erscheinen. Das heißt,
Die Sprünge müssen noch besser sitzen. Und natürlich lohnt es sich, viele Münzen einzusammeln. Oder Bonika. Pegasus zum Himmel empor. Damit wir zum Beispiel Fähigkeiten wie die Pegasus-Fähigkeit von Fluttershy weiter verbessern können. Das heißt, dass diese länger anhalten. Und theoretisch können wir einfach nur ganz weit oben fliegen, ohne was einzusammeln. Achtung, 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 ui! Oh, kurz bevor die Fähigkeit zu Ende war, gerade noch über die Klippe gekommen. Das hätte echt böse enden können. Aber Fluttershy meistert das wirklich fabelhaft. Wir müssen uns echt keine Sorgen um sie machen. Wow, aber Achtung, jetzt kommen wieder viele, viele kleine Gegner. Auf und davon! Es ist wieder wichtig, die Balance zu halten. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Gut, die Geschwindigkeit können wir nicht anpassen. Aber wir sollten immer darauf achten, wo und wie wir springen. Manchmal lohnt es sich daher auch mal Münzen auszulassen, nur um sicher rüberzukommen. Aber wir sind auch wieder diesmal so gut wie am Ende des Levels angelangt und haben es mal wieder geschafft. Fluttershy, du bist klasse. 1:0 für die Kraft der Freundschaft. Wow, eine wirklich tolle Sache. Gut gemacht, Fluttershy. Geschafft. Ich hoffe nicht, dass Discord gerade ein Nickerchen macht, während wir seine farbenstehlenden Fehler beheben. Jetzt mal im Ernst. Macht Discord nicht ständig ein Nickerchen? Behaupte ich mal. Du hast genug Ponykraft, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Das mag zwar sein, aber ich würde sagen, dass wir trotzdem direkt in das nächste Level starten. Daher, los geht's. Das klingt nach einer Mission für, naja, wen auch immer du willst. Tja, wen wollen wir diesmal auswählen? Rainbow Dash. Regen, bumm dich durch Hindernisse hindurch mit Rainbow Dash. Auf die Plätze, fertig, los, Rainbow Dash. Gut, Rainbow Dash, dann zeig doch mal, was du auf dem Kasten hast. Wir dürfen wirklich sehr gespannt sein. Du bist bestimmt super, super schnell. Okay. Wow, 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 wow. Und? Ansturm. Achtung, wow. Wow. Ui. Okay, das war ziemlich rasant mit Rainbow Dash. Ich muss schon sagen, die Sprünge sind alles andere als einfach. Weil Rainbow Dash ziemlich schnell unterwegs ist. Gefühlt ist sie sogar die schnellste von allen. Liegt es wahrscheinlich nicht nur an ihrer Fähigkeit, sondern daran, dass sie selbst sehr gerne und schnell unterwegs ist? Wer ist denn das schnellste Pony in ganz Ponyville? Oder in der ganzen Pony-Welt von My Little Pony? Wisst ihr das? Kennt ihr euch da aus? Wenn ja, dann hinterlasst doch einen Kommentar. Ich bin sehr gespannt, ob ihr mir da weiterhelfen könnt und mehr wisst. Okay, dann bin ich mal gespannt, wer von euch der größte My Little Pony Fan ist. Aber so gut wie wir vorankommen, sollten wir auch gleich am Ende sein, oder? Geht ihr aus dem Weg! Wow, einfach quer durch! Ab durch die Mitte! Wow, wow, wow! Geschafft! Fahrtexplosion kommt sofort! Klasse Aktion. Rainbow Dash ist echt schnell durch das Level gekommen. Das muss man ihr lassen. Wir müssen die Kraft der Freundschaft einsetzen, um noch mehr Farben zurückzubringen. Das ist wahr. Ich glaube, wir werden jetzt eine Fähigkeit erhöhen, um die Freundschaft zu verbessern. Zeit für eine Pony-Verbesserung. Das ist eine wirklich gute Idee. Lasst uns eine Fähigkeit verbessern. Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes neue Level macht das Pony noch. Es ist ein Springspektakel mit Pinkie Pie. Ihre Sprünge und Doppelsprünge bringen sie hoch wie niemals zuvor. OMG! Eine noch sprunghaftere Pinkie Pie? Ist die Welt wirklich... Ja, die Welt ist wirklich bunt und sprunghaft. Dann lasst uns noch ein Pony-Level spielen. Zum Abschluss. Wähle ein Pony aus. Und wir wählen... Applejack. Äpfel regnen vom Himmel herab, um alles, was Applejack im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Es wird Zeit, dass dieser Wirbel aus der Stadt geworfen wird, Applejack. Dann zeig mal, was du kannst, Applejack. Du bist heute der große Abschluss für diese Folge. Enttäuscht uns nicht und zeig uns, wie schnell du durch die Welt kommst und die Farbe wieder zurück in die Welt von My Little Pony bringst. Das tut weh. Oh weia, das war auch ein knapper Sprung, muss ich sagen. Wow! Achtung! Juhu! Wow, das war ein gewaltiger Sprung. Immer weiter. Du bist echt schnell und klasse, Applejack. Nur nicht aufgeben, du weißt schon. Nur zu zweit kommt man weit. Oder in unserem Fall nur zu sechs. Denn es gibt insgesamt 6 Ponys, die wir steuern dürfen. Schaut mal, wie elegant sie durch die Lüfte springt, um die ganzen Münzen einzusammeln.
Oder Borsika. Oder wie auch immer diese Münzen nochmal heißen. Entschuldigung, da muss ich passen. Okay, weiter. Wir sollten uns nicht von den ganzen Stacheln abschrecken lassen, denn wir kommen echt gut voran. Pony, komm durch! Du kommst sogar ziemlich schnell durch, muss ich sagen. Applejack, du bist ziemlich rasant. Fast schon so schnell wie Rainbow Dash. Ich glaube, du machst ja Konkurrenz. Schöner Sprung. Es regnet Äpfel. Es ist Zeit für die Äpfelsaison. Schreit schon fast nach einer Erntezeit. Aber die war schon. Okay. Und weiter, weiter, weiter. Wir sind auch wieder hier fast am Ziel. Schaut mal. Der graue Schleier verschwindet so gut wie von der Bildfläche. Juhu! Noch ein kleines bisschen. Und auch du hast es dann geschafft, Applejack. Ein Sprung noch. Du bist die allerallerbeste. Der Wirbel hat gegen die Kraft der Freundschaft keine Chance. Keine Chance. Das war super, Applejack. Und? Ich hoffe nicht, dass Discord gerade ein Nickerchen macht, während wir seine farbenstehlenden Fehler beheben. Können wir uns darauf einigen, dass er wahrscheinlich die ganze Zeit schläft? Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Katztastisch geht es weiter mit einer neuen Folge von My Little Pony Läufer. Hier auf dem Katze-Kinderkanal. Seid ihr bereit? Los geht's! Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Ganz genau. Starten wir also das heutige Abenteuer. Pinkie Pie! Es ist ein Springspektakel mit Pinkie Pie. Ihre Sprünge und Doppelsprünge bringen sie hoch wie niemals zuvor. Du musst uns helfen. Überall grau? Langweilig. Bring die Farben zurück, Pinkie Pie. Juhu! Und los geht das Abenteuer mit Folge 5 von der schönen, lustigen App. Wie ihr wisst, müssen wir die Farben wieder zurückbringen. Daher sind wir auf dem Weg mit Pinkie Pie. Mal sehen, ob ihre Doppelsprünge uns hier weiterhelfen werden. Da vorne wartet schon das erste Symbol. Steig zum Himmel empor, Pinkie Pie. Ganz genau, wie ihr wisst, können wir mit den Spezialfähigkeiten verschiedene Dinge tun. Pinkie Pie zum Beispiel kann jetzt noch höher springen und einen tollen Salto ausführen. Achtung, Pinkie Pie, sei trotzdem vorsichtig. Du weißt doch, Übermut tut selten gut. Das Schöne an der Sprungfähigkeit ist, dass wir dadurch auch diese Stacheln kaputt machen können. Das bedeutet, dass kein Hindernis zu groß ist. Außer aber, wir fallen in einen Abgrund. Das sollten wir natürlich nicht tun. Aber bisher läuft alles fabelhaft. Und wenn es so weitergeht, werden wir wieder die Farbe zurück ins Ponyland bringen. Du schaffst es! Davon bin ich auch überzeugt. Springen wir los! Oh, die Sprungfähigkeit ist an dieser Stelle genau das Richtige. So treffen wir nicht diese Stacheln. Und wenn, machen wir sie einfach kaputt, wie ihr gerade gesehen habt. Wow, sehr schön. Super kräftig, super stark und echt praktisch, wie man sehen konnte. Achtung, Pinkie Pie, sei trotzdem vorsichtig, auch wenn du noch alle drei Herzen besitzt. Bald haben wir es geschafft, nur noch ein kleines bisschen. Pinkie Pie, go! Und schwupps. Nur noch wenige Schritte. Da vorne ist schon das Ziel. Perfekt. Der Wirbel hat gegen die Kraft der Freundschaft keine Chance. Das war ein wirklich guter Start für Folge 5. Weiter geht's. Wir machen Fortschritte, aber einige Gebiete von Ponyville sind so grau wie die Mähne von Granny Smith. Ja, das stimmt. Also sollten wir auf jeden Fall sofort weitermachen. Zeit für eine Pony-Verbesserung. Die Verbesserung machen wir allerdings ein bisschen später. Lass uns stattdessen sofort in das nächste Abenteuer steigen. Los geht's. Das klingt nach einer Mission für, naja, wen auch immer du willst. Wen sollen wir diesmal aussuchen? Rainbow Dash. Regen, bumm dich durch Hindernisse hindurch mit Rainbow Dash. Gute Entscheidung. Jetzt heißt es nach vorne preschen, Rainbow Dash. Dann zeig doch mal, was du drauf hast, Rainbow Dash. Wir durften dich schon in der vorletzten Folge kennenlernen. Juhu. Geh dir aus dem Weg. Volle Kraft voraus. Das ist die ultimative Power von Rainbow Dash. Dabei ist sie so stark. So schnell wie ein Wirbelwind. Wow, Achtung, uiuiui, gefährlicher Sprung. Na, zugegeben, sie ist nicht so schnell wie ein Wirbelwind, sondern noch viel schneller. Wie schnell ist sie eigentlich? Schreibt es mal in die Kommentare. Juhu! Wie lange bräuchte Rainbow Dash, um von Deutschland nach Amerika zu kommen? Wie viele Stunden oder Minuten würde sie reiten? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ansturm! Wow, das war ein knapper Sprung, aber jetzt sind wir wieder schnell unterwegs.
und schön kaputt gemacht. Klasse Aktion. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, falls ihr große My Little Pony Fans seid und dieses Video toll findet, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr auf jeden Fall noch weitere Episoden von diesem schönen Spiel sehen möchtet. Ich bin sehr gespannt. Aber gut, zurück ins Spiel. Weiter geht es. Achtung, überall Stacheln und schön gerutscht. Und wir gehen hier drüber und rutschen nochmal. Alle Achtung. Die Kraft der Freundschaft gewinnt immer. Das ist wahr. Und mit Rainbow Dash haben wir wirklich tolle Arbeit geleistet. Ich hoffe nicht, dass Discord gerade ein Nickerchen macht, während wir seine farbenstehlenden Fehler beheben. Wetten, dass er schläft? Da bin ich mir sogar sehr sicher. Du hast genug Ponykraft, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Wir werden aber ein bisschen später verbessern. Lasst uns lieber direkt in das nächste Abenteuer, das auf uns wartet. Das klingt nach einer Mission für, naja, wen auch immer du willst. Ist doch klare Sache, oder? Applejack. Äpfel regnen vom Himmel herab, um alles, was Applejack im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Juhu! Es wird Zeit, dass dieser Wirbel aus der Stadt geworfen wird, Applejack. Dann mal los ins Abenteuer. Juhu! Sehr schöner Sprung. Es regnet Äpfel. Okay, es gibt jetzt ein Apfelhagel. Nehmt euch besser in Acht, wenn Applejack jetzt unterwegs ist. Wow, wow, wow. Sehr schön gemacht, Applejack. Wir können wirklich stolz auf dich sein. Und glaub mir, das sind wir auch. Wow. Uiuiui, gefährliche Sache. Wir sollten trotzdem dieses Level hier nicht unterschätzen. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Wow, eine ziemlich große Rutsche. Aber so passt das. Lasst uns nicht aufgeben. Immer schön weiterlaufen. Wenn das so weitergeht, schaffen wir das auch. Los, 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 los. Super machst du das, Applejack. Wir kommen echt gut voran und sind auch ziemlich schnell unterwegs, habe ich so das Gefühl. Bisher also keine Probleme in diesem Level. Sehr schön. Wow, Achtung! Ui, da werden wir fast auf diesen Stachel geflogen. Zum Glück beherrschen wir den Doppelsprung, sonst würde das übel enden. Wow! Und Äpfel! Apfelsaison! Es ist Zeit, wieder für einen Hagel zu sorgen! Sehr schön! Wow, atemberaubend! Das gibt einen großen Hagelsturm! Sehr, sehr schön! So, nur noch wenige Meter trennen wir uns vor dem Ziel. Komm, 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 Applejack! Das schaffst du doch! Da sehe ich auch keine großen Schwierigkeiten. Immerhin haben wir noch alle Herzen. Und so gut wie geschafft. 1:0 für die Kraft der Freundschaft. Super Aktion und schön ins Ziel gesprungen. Wie ein echter Cowboy. Wir haben gerade erst angefangen. Und Ponyville sieht jetzt schon viel hübscher aus. Okay, okay. Sie ist ein Cowgirl und kein Cowboy. Aber wie auch immer. Wir haben es auf jeden Fall geschafft und wir springen sofort in das nächste Level. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Okay, und wen sollen wir diesmal auswählen? Lass mal überlegen. Twilight Sparkle. Verabschiede dich von nervigen Hindernissen mit Twilights magischem Schlag. Los geht's. Die Magie des Portals ist stark, aber die Kraft der Freundschaft ist stärker. Ganz genau. Zeigen wir ihnen, was Twilight Sparkle wirklich drauf hat. Wie toll und stark sie ist. Also gut, los, los geht's. Juhu! Achtung, Twilight Sparkle. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Schön die Balance finden. Kraft erhöht. Wow, das nenne ich mal einen starken Schuss. Sehr schöner Sprung, sehr schöner Schuss. Und schwuppdiwupps. Und noch einmal. Sehr gut. Schöner Schuss nach oben. Wow, Achtung, Achtung. Ich finde vor allem die Verwandlung nach wie vor super schön. Habt ihr eine Lieblingsverwandlung? Welches Pony sieht am schönsten aus nach der Verwandlung? Juhu! Schreibt eure Meinung doch mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Eine ähnliche Frage habe ich schon mal in Folge 2 oder 3 gestellt. Aber kabum! Aber schreibt mir das gerne nochmal rein. Super! So, wow. Wir schießen quer durch die Gegend, um wirklich alle Stacheln zu zerstören. Unglaublich stark. Das ist die wahre Kraft der Prinzessin der Alihörner. Sehr schön. Wow. Knapper Sprung. Komm, Twilight Sparkle. Du schaust. Wow, Achtung. Wow, ja. Immer so knapp. Das
tut weh. Oh nein, in den Abgrund. Aber wir dürfen einfach das Level fortsetzen. Sehr gut. Das ist uns jetzt auch zum ersten Mal passiert in dieser Let's Play-Serie, dass wir irgendwo in einen Abgrund fallen. Habt ihr das schon mal gesehen? Echt gefährlich. Aber wir machen so weiter. Denn wir kriegen das hin und schaffen das. Uiuiui. Da sollten wir jetzt, glaube ich, nicht runterfallen, oder doch? Oh nein, der Sprung war nicht ganz so elegant wie gedacht. Wow! Hui. Gar nicht mal so übel. Aber da ist das Ziel. Farbexplosion kommt sofort. Das haben wir klasse gemacht. Sehr, sehr gut durchgekommen. Na dann, ab ins nächste Level. Wir machen Fortschritte. Aber einige Gebiete von Ponyville sind so grau wie die Mähne von Granny Smith. Ach, Granny Smith. Lass uns lieber weiter starten. Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Aber, na gut, machen wir das am besten mal. Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes neue Level macht das Pony noch toller. Alles klar. Verabschiede dich von nervigen Hindernissen mit Twilights magischem Schlag. Cool! Celestia sollte gut aufpassen. Die Schülerin wird die Lehrerin bald übertreffen. Yeah, so muss das aussehen. Klasse. Perfekt. Schaut mal, das magische Einhorn. Magischer Schlag, super gut. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Flatting, Pony-Level-Aufstieg. Perfekt. Superflug wurde auch um 1 erhöht. Damit hätten wir die Hälfte der Verbesserungen für Fluttershy. So, dann würde ich sagen, auf ins nächste Level. Bringen wir die Farben wieder zurück. Los geht's. Wähle ein Pony aus. Ist doch klar, wenn wir diesmal wählen, oder? Rarity. Rarities anziehende Persönlichkeit zieht Ponykraft und heilende Herzen an. Okay. Die Deko hier ist wundervoll, aber der Wirbel muss weg. Das stimmt, der muss auf jeden Fall weg. Der stört einfach nur. Und der gehört nicht in unsere schöne Ponywelt. Also gut, Konzentration. Wir machen das Beste daraus. Los! Unwiderstehlich! Ach, Rarity, du siehst so fabelhaft aus in den Farben. Sehr, sehr schön. Und sie schwebt, seht ihr das? Wie elegant. Wow! Wirklich toll mit Rarity. Unglaublich. Also ich werde immer mehr ein größerer Fan von Rarity. So geht es mir zumindest. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Vielleicht sagt ihr, Mensch, das eine Pony hat mich mittlerweile überzeugt und ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Juhu! Vielleicht hat sich eure Meinung ja geändert. Wow! Schaut mal, was waren das jetzt für komische Stacheln? Die habe ich zum ersten Mal gesehen, eine Pfütze. Eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm, in die Pfützen zu treten oder auch in Matsch. Halt durch! Ah, was sind das für komische Stacheln? Was könnte das eigentlich sein für böse Kräfte? Was sind das für böse Kräfte? Schreibt mal eure Meinung auch in die Kommentare dazu. Also, was könnten das für komische Kräfte sein, die aus dem Erdboden hervorkommen? Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber vielleicht habt ihr eine Idee. Sehr schöner Sprung. Wow, schon wieder diese komischen Stacheln. Habt ihr die gesehen? Das waren so spitze... Vorsicht! Oh, tut mir leid, Rarity. Das war natürlich keine Absicht. Uiuiui, knappe Sache, knapper Sprung. Achtung, Rarity. Du weißt doch, nicht zu schnell, aber natürlich auch nicht zu langsam. Sonst bringt das nur Chaos ins Spiel. Magnetische Kräfte! Jetzt ziehen wir wieder alles magnetisch an. Mit unserer wunderbaren Kraft. Wow, das funktioniert wirklich super. Achtung, Rarity! Schöner Sprung. So muss es weitergehen. Der Wirbel hat gegen die Kraft der Freundschaft keine Chance. Ganz genau, so sehe ich das auch. Und mit Rarity haben wir es wieder mal geschafft. Wir machen Fortschritte, aber einige Gebiete von Ponyville sind so grau wie die Mähne von Granny Smith. Das stimmt leider. Dann lasst uns also schnell, schnell weiter. Du hast genug Ponykraft, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Okay, aber wir machen lieber erstmal weiter. Wir wollen mehr Farbe wieder zurück in das Ponyland bringen. Los geht's. Wähle ein Pony aus. Und zu guter Letzt wählen wir... Fluttershy. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Genau. Flieg wie ein Adler, Fluttershy. Und damit sollten wir jetzt für diese Folge alle Ponys mal verwendet haben. Sehr toll. Auf und davon. Dann fliegen wir mal elegant durch die Lüfte und für... Wow.
Das hat gerade nicht ganz so gut funktioniert. Ich sollte mich ein bisschen mehr konzentrieren und nicht nur quer sprechen. Ich spreche und spiele ja gleichzeitig, wie ihr wisst. Und das ist nicht immer einfach. Vor allem, wenn es mal brenzlig wird, wie gerade eben. Aber wir haben das trotzdem ganz gut gemeistert. Weiter geht's, Fluttershy. Du kannst das schaffen. Wir glauben an dich. Wow. Schaut mal, wie fröhlich sie dabei ist. Jeder Sprung ist wie ein Freudentanz für sie. Sehr schön. Das erinnert mich doch stark an unser erstes My Little Pony Let's Play, Harmony's Quest. Da hat sie auch immer die Tiere gerufen, um unsere Gegner einzuschläfern. Juhu! Ihr wisst das bestimmt noch. Da gab es Probleme mit den Wechselponys. Aber mit Fluttershy und den anderen war das überhaupt kein Problem, wieder für Recht und Ordnung zu sorgen. Achtung, jetzt wird's wieder gefährlich. Es häufen sich wahrscheinlich die Stacheln hier auf der Strecke, die wir gerade entlanglaufen. Wir sollten also auf der Hut sein. Mir nichts, dir nichts, kann sonst etwas passieren. Achtung, Fluttershy! Pegasus zum Himmel empor! Sehr schön! Also mal wieder quer durch die Lüfte, um auch möglichst viele der magischen Münzen einzusammeln. Ja, ich kann mir den Namen dieser Münzen immer noch nicht merken. Nennen wir sie einfach magische Münzen. Oder Taler oder, naja, wie auch immer. Wow! Das war knapp. Fluttershy, mach mir keine Angst. Sehr schön. Hupsala. Und hopsala. Und nochmal. Und runter mit uns. Wenigstens noch ein paar Münzen bekommen. Und runter. Schöner, schöner, eleganter Sprung. Wow, 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 wow. Oh nein, oh nein, oh nein. Aufgepasst. Entschuldigung, Fluttershy, das war keine Absicht. Da sind wir wohl etwas zu früh gesprungen. Halt durch. 1:0 für die Kraft der Freundschaft. Hui, gar nicht mal so einfach gewesen. Aber am Ende konnten wir siegreich aus dem Level hervorgehen. Ich hoffe nicht, dass Discord gerade ein Nickerchen macht, während wir seine farbenstehlenden Fehler beheben. Psst, der macht doch ständig ein Nickerchen. Jetzt mal im Ernst, oder? Zeit für eine Pony-Verbesserung. Katztastisch geht unser Abenteuer weiter mit My Little Pony Läufer auf dem Katze-Kinderkanal. Los geht's. Hat dir ein Portal gerade Stress? Rainbow Dash macht daraus kurzen Prozess. Das war ein schöner Reim. Los! Wow. Weiter geht es hier in Folge 6 mit My Little Pony Läufer und es wird wieder super rasant. Ansturm! Wow! Juhu! Das war unglaublich stark gerade eben. Geht hier aus dem Weg! Und noch einmal die volle Power von Rainbow Dash. Wow! Ich muss schon sagen, diese Folge fängt wirklich rasant an. Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist wirklich unglaublich. So viele Sprünge auf einmal. Wir springen hier von großen Bergen zu großen Bergen. Ansturm. Und gleich noch einmal der Ansturm hinterher. Und ein extra Herz. Schaut mal, wir haben jetzt 4 Herzen, wie ihr oben sehen könnt. Das allerdings nur für dieses Level. Das bleibt leider nicht immer. Und nochmal. Ich glaube, das ist schon die 4. Verwandlung hier. Habe ich richtig mitgezählt? 4-mal haben wir uns schon verwandelt in Super Rainbow Dash. Oder hat Rainbow Dash einen anderen Namen in dieser Form? Und noch ein Herz. Wow, jetzt haben wir schon 5 Herzen. Rainbow Dash, du bist spitze. Du musst es weitergehen. Wow, also wirklich, ich bin gerade etwas baff, muss ich ganz ehrlich sagen. In den ersten 5 Folgen war es ja immer ganz schnell und cool. Aber das ist jetzt wirklich was total Besonderes. So schnell waren wir noch nie unterwegs mit einem Pony. Also Rainbow Dash, Chapeau, Chapeau. Gratulation, du bist wirklich ein super tolles und schnelles Pony gewesen. 1:0 für die Kraft der Freundschaft. Tja, so schnell kann es gehen. Das war's schon mit Rainbow Dash. Mal sehen, wie es jetzt gleich weitergehen wird. Rainbow Dash fickt den Wirbel weg. Aber echt, das kann man laut sagen. Wirklich weggefegt, als wäre nie was etwas gewesen. Zeit für eine Pony-Verbesserung. Ja, genau, nie was etwas gewesen. Super. Gut, wie auch immer, lasst uns direkt in das nächste Level, um da wieder ein bisschen für Farbe zu sorgen. Na dann, los geht's. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Diesmal wählen wir... Twilight Sparkle. Verabschiede dich von nervigen Hindernissen mit Twilights magischem Schlag. Zeigen wir diesem Wirbel, was eine Prinzessin der Alihörner so drauf hat. Genau so sehe ich das auch. Wir zeigen ihnen, was Twilight Sparkle wirklich kann. Na dann, los. Wow. Wir zeigen ihnen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Aber kabum! Jetzt gibt es das ultimative magische Horn,
mit denen wir wirklich jedes Hindernis aus dem Weg räumen können. Nicht nur super praktisch, sondern auch echt stark. Twilight Sparkle, du gehörst auf jeden Fall zu unseren Lieblingen. Oder bin ich der Einzige, der das so sieht? Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr Twilight Sparkle findet. Und was ihr an ihr auch so besonders findet. Gibt es irgendein Merkmal, das ihr toll findet? Ich bin wirklich gespannt. Und meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Falls euch das Video gefällt und ihr große My Little Pony Fans seid, dann hinterlasst doch einen Daumen hoch. Das würde mich nicht nur sehr freuen, sondern zeigt mir auch, dass ihr auf jeden Fall weitere Folgen von diesem spannenden und schönen Let's Play sehen möchtet. Bin sehr gespannt und würde mich sehr darüber freuen. Los geht's! Twilight Sparkle, komm schon! Du musst nur noch diesen Berg hinauflaufen, dann hast du schon fast die Hälfte des Levels geschafft. Erhöht. Sehr schön. Jetzt gibt's nochmal mit der ultimativen Kraft unseres Horns ein bisschen Schwung im Spiel. Dadurch können wir wirklich alle Stacheln zerstören. Tja, ganz einfach. Aber trotzdem sollten wir aufpassen, nicht in die Abgründe zu fallen. So, das war's nun wohl mit der Fähigkeit. Jetzt ist wieder Vorsicht geboten. Achtung, das sind große Dornen hier gewesen. Ah, so viele gab's da nicht, so viele magische Münzen. Aber wir sind wirklich fast am Ziel, das sehen wir am Schleier. Er ist fast am Ende. Wow, der Sprung war wirklich gigantisch, Twilight Sparkle. Die Geschafft. Kraft der Freundschaft gewinnt immer. Das stimmt allemal. Wir sind wirklich schnell unterwegs gewesen. Wir haben gerade erst angefangen. Ponyville sieht jetzt schon viel hübscher aus. Ganz genau. Wir kommen gerade erst so richtig auf Hochtouren. Puh, wo geht es jetzt weiter? Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Ja, du hast schon recht, das mag sein. Aber lass uns lieber direkt ins nächste Abenteuer. Los geht's. Wähle ein Pony aus. Die Frage ist nur, welches Pony wählen wir diesmal? Wir nehmen einfach... Fluttershy. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Los, los, Fluttershy. Ich bin gespannt, was du uns heute präsentieren wirst, Fluttershy. Hoffentlich werden wir wieder fliegen können. Juhu! Sag mal übrigens, in der ersten Folge, in dem ersten Level heute mit Rainbow Dash, als wir so schnell durch die Gegend gelaufen sind, da haben wir doch 2 Herzen eingesammelt, sodass wir 5 hatten. Jetzt haben wir allerdings nur noch 3. Wie vorhin gesagt, galt das nur für das eine Level. Würdet ihr das besser finden, wenn wir jetzt für immer 5 Leben haben? Oder sagt ihr, nein, 3 reichen vollkommen aus, weil das Spiel an manchen Stellen doch gar nicht so schwer ist? Natürlich heißt es, Übung macht den Meister, klar. Wow. Aber was ist eure Meinung dazu? Vielleicht gibt es auch Leute unter euch, oder was heißt Leute, vielleicht gibt es auch einige von unter euch in der Katzen-Community, die sagen, nee, so ein paar Herzen mehr wären gar nicht mal so schlecht im Spiel. Ich bin gespannt, was ihr so schreiben werdet. Was ist eure Meinung? Pegasus zum Himmel empor. Jetzt geht es als Pegasus wieder durch die Lüfte. Komm, zeig, was du kannst, Fluttershy, und flieg einfach durch das gesamte Level. Zumindest, solange unsere Fähigkeit noch anhält. Aber praktisch ist sie allemal. Sehr gut, Fluttershy. Wow, 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 oh nein. Oh, zum Glück. Ich dachte schon, wir fallen in einen Abgrund. Das wäre, naja, seien wir ehrlich, weniger toll gewesen. Aber bisher läuft das echt gut und so lang ist das Level auch nicht mehr. Wie ihr sehen könnt, haben wir schon mehr als die Hälfte des grauen Schleiers entfernen können. Wir laufen dem Schleier entgegen, aber er flüchtet von uns, könnte man so sehen. Auf und davon! Okay, jetzt nochmal als Pegasus durch die Lüfte, um hier ein wenig aufzuräumen. Und natürlich auch viel einzusammeln. Das ist im Spiel das A und O. Denn je mehr, desto besser können wir unsere Fähigkeiten ausbauen. Weh. Oh weia, das ist gefährlich und unfair gewesen. Was sollte das denn? Pony, komm durch! Komm, du hast es fast geschafft. Das ist die da! Die Kraft der Freundschaft gewinnt immer! Das ist da! Damit meinte ich natürlich das Ziel. Super gemacht, Fluttershy. Los geht's! Wir müssen die Kraft der Freundschaft einsetzen, um noch mehr Farben zurückzubringen. Ganz genau. Ich würde sagen, wir könnten jetzt vielleicht etwas verbessern, oder? Du hast genug Ponykraft, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Ja, dann sollten wir das doch einfach mal tun. Aber was verbessern wir? Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes neue Level macht das Pony noch toller. Dann lass mal sehen, was wir zur Auswahl haben.
Alles mögliche, magischer Schlag, magnetisches Rarities Feld. Rarities anziehende Persönlichkeit zieht Ponykraft und heilende Herzen an. Mit einer solch mächtigen Anziehungskraft sollte Rarity ihren eigenen Vergnügungspark haben. Ja, Rarity ist auf jeden Fall eine Spitzensache. Äpfel regnen vom Himmel herab, um alles, was Applejack im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Die Kraft der Freundschaft ist unaufhaltsam. Wow. Das war wirklich toll. Echt klasse. Bei der Kraft der Ponys. Das war auch super. 3 Ponys haben wir jetzt verbessert. So muss das sein. Na dann. Jetzt sind wir auf jeden Fall gewappnet, um im nächsten Level wieder den grauen Schleier zu entfernen und Farbe ins Spiel zu bringen. Wähle ein Pony aus. Diesmal wählen wir... Rarity. Rarities anziehende Persönlichkeit zieht Ponykraft und heilende Herzen an. Die Deko hier ist wundervoll, aber der Wirbel muss weg. Gerade ist mir aufgefallen, vielleicht sagt der Sprecher gar nicht Ponykraft, sondern Ponykraft. Könnte das sein? Oh weh, wir können weiterhin spekulieren. Was damit gemeint ist? Rarity zieht Herzen an, klar, aber auch Münzen. Aber wie nennt man diese Münzen? Bonikra? Bonikraft? Wow! Oder wow? Juhu! Oder juhu? Naja, das ist wahrscheinlich weniger. Spaß beiseite, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz genau, was der Sprecher uns damit sagen wollte. Ist ja auch egal. Konzentrieren wir uns lieber auf die Kleinigkeiten, die das Spiel so schön machen. Unwiderstehlich! Und dazu gehören zum Beispiel Fähigkeiten wie diese. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan, ich muss es sagen, von Fluttershy und von Rarity. Ich glaube, das sind für mich so die schönsten Verwandlungen. Wobei Pinkie Pie auch echt klasse ist. Vorsicht! Rainbow Dash ist aber auch super. Applejack ist auch ganz nett und interessant. Und Twilight Sparkle auch. Irgendwie mag ich doch jeden, aber... Du schaffst es! Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen Rarity und Fluttershy. Vielleicht sogar Rarity ein kleines bisschen mehr. Aber gut, ich bin gespannt, was eure Meinung ist. Da darf natürlich jeder seine eigene haben und sollte auch jeder haben. Vielleicht seht ihr es genauso, vielleicht seht ihr es anders. Magnetische Kräfte! Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und schaut mal, wie groß unser Magnet mittlerweile geworden ist. Upsi, Entschuldigung. Das Magnetfeld ist unglaublich groß geworden. Die Reichweite ist super, aber ist euch was aufgefallen? Wir haben nur noch ein Herz. Oh, oh. Hoffentlich ist das Ziel nicht mehr weit. Wir müssen es schaffen. Juhu! Komm schon, Rarity. Gleich ist das Ziel da. Lass dich bloß nicht nochmal treffen. Sonst gibt's Ärger. Da, geschafft. Explosion kommt sofort. Wow. Das war wirklich wieder eine sehr, sehr knappe Geschichte mit Rarity. Aber gut gemacht. Wir haben gerade erst angefangen. Und Ponyville sieht jetzt schon viel hübscher aus. Das stimmt. Das stimmt allemal. Springen wir ins nächste Abenteuer. Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Das stimmt. Aber wir sollten einfach mal ins nächste Level. Das ist viel wichtiger. Es kommt immer mehr Farbe rein. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Und diesmal wählen wir... Pinkie Pie. Es ist ein Springspektakel mit Pinkie Pie. Ihre Sprünge und Doppelsprünge bringen sie hoch wie niemals zuvor. Gut. Überall grau, langweilig. Bring die Farben zurück, Pinkie Pie. Und deswegen machen wir uns jetzt auf dem Weg mit Pinkie Pie. Wow! Achtung, Pinkie Pie. Wir dürfen nicht so übermütig sein. Wir sollten trotzdem strategisch und mit Bedacht an die ganze Sache rangehen. Das heißt, schauen und im Vorfeld sehen, ob wir nach oben springen oder lieber weiterlaufen. Und natürlich auch allen Hindernissen ausweichen. Vor allem bewegen sich diese jetzt. Ist euch das auch schon aufgefallen? Das heißt, wir kommen immer weiter voran. Und immerhin muss ich auch noch was sagen. Ich glaube, wir haben schon mehr als die Hälfte des grauen Schleiers entfernen können. Wow. Juhu! Ich frage mich, wie viele Level es insgesamt gibt. Hätte ich doch von Anfang an mal zählen sollen. Vielleicht mag irgendjemand von euch gerne mal zurück zur ersten Folge gehen. Und seit der ersten Folge mal alle Level zählen, die wir bisher hatten. Dann wissen wir ganz genau, wie viele Level es insgesamt in diesem Spiel gibt. Halt durch! Aber das könnt ihr auch gerne als kleine Fleißaufgabe sehen. Am Ende des Let's Plays, wo ihr das Ganze nochmal anschauen könnt. Alle 10, 11, 12, 13 Folgen, wie viele es auch haben wird. Ich bin sehr gespannt. Wir machen auf jeden Fall weiter.
Und Achtung! Steigt zum Himmel empor, Pinkie Pie! Jetzt wieder schön durch die Lüfte springen. Das kriegen wir gut hin. Und sehr gut. Schaut mal, sie kann auch ganz kurz in der Luft schweben. Super putzig, muss ich sagen. Wow, wow, wow. Sehr gut. Und Sprung, wow. Gleich haben wir es geschafft. Nur noch wenige Meter. Wow. Da vorne ist schon das Ziel. Ich kann es sehen. Du auch, Pinkie Pie, oder? Ja. Der Wirbel hat gegen die Kraft der Freundschaft keine Chance. Und wieder mal ein Portal zerstört. Sehr gut. Wir haben gerade erst angefangen. Ponyville sieht jetzt schon viel hübscher aus. Nicht nur viel hübscher, sondern viel mehr Farbe ist auch wieder hier in der schönen weiten Welt. Okay, ein Level machen wir aber auf jeden Fall noch. Wähle ein Pony aus. Diesmal? Applejack. Äpfel regnen vom Himmel herab, um alles, was Applejack im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Genau. Es wird Zeit, dass dieser Wirbel aus der Stadt geworfen wird, Applejack. Dann mal los, zeigen wir denen, was wir drauf haben, oder? Schön wieder quer durch die Welten springen. Genau das ist das, was uns so ausmacht. Los, Applejack, zeig ihnen, wer hier das wahre Pony im Spiel ist. Apfelsaison. Es ist wieder Zeit für eine Apfelsaison. Ihr wisst doch, ein Apfel am Tag bringt den Doktor weg. Okay, das war jetzt komisch eingedeutscht. Der englische Spruch lautet ja, One apple a day keeps the doctor away. Zu Deutsch heißt es so viel wie ein Apfel am Tag und ihr müsst niemals zum Doktor. Obst und Gemüse sind einfach super wichtig und schmecken auch sehr. Also schnappt euch nach diesem Video auf jeden Fall mal etwas Obst und Gemüse, eine Banane, einen Apfel, Birne, was auch immer, Karotten, Paprika und genießt es. Wow. Schmeckt auch sehr, ne? Du schaffst es! Ganz genau, Applejack. Du bist unsere Früchte- und Gemüsekönigin. Es regnet Äpfel. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja, ja, bestimmt schreiben jetzt manche in die Kommentare, Mensch, Katze, was erzählst du da? Aber ja, komm, sei doch einfach mal so kreativ und nenn Applejack ab sofort die liebe Königin von Obst und Gemüse. Okay, jetzt aber Konzentration. Hier sind wieder schwebende Steine, die uns ein wenig den Weg erschweren. Und da sollten wir vorsichtig sein. Ein falscher Schritt und wir verlieren ein wichtiges Herz. Und die brauchen wir unbedingt für dieses Level. Es wird immer gefährlicher. Juhu! Da vorne ist schon das Ziel und der Schleier ist so gut wie... Er ist weg! Jetzt müssen wir nur noch ins Ziel laufen. Aber wo ist das Ziel? Was, es geht noch weiter? Oh, oh, Applejack. Erwartet uns irgendwas Bestimmtes? Irgendwas Besonderes? Pass bitte gut auf dich auf. Nur noch wenige Meter. Wir schaffen das schon. Juhu! Durch! Der Wirbel hat gegen die Kraft der Freundschaft keine Chance. Und wieder mal geschafft. Super gemacht von unseren 6 Ponys. Wir haben gerade erst angefangen. Ponyville sieht jetzt schon viel hübscher aus. Alles bekommt wieder Farbe. Das sieht wirklich fantastisch aus. Findet ihr nicht auch? Zeit für eine Pony-Verbesserung. Fantastisch geht unser Abenteuer weiter mit My Little Pony Läufer. Hier auf dem Katze-Kinder-Kanal. Starten wir also los. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Fangen wir mit Rarity an. Rarity. Rarities anziehende Persönlichkeit zieht Ponykraft und heilende Herzen an. Verpassen wir dem Wirbel einen ordentlichen Tritt in Manhattan-Style, Rarity. Oh ja, das auf jeden Fall. Aber wenn die Sprecherin immer Manhattan sagt, wenn wir mit Rarity spielen, heißt das, dass Rarity ursprünglich aus Manhattan kommt? Wisst ihr da mehr? Wenn ja, schreibt das mal in die Kommentare. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache, die mich schon immer mal wieder beschäftigt hat, ich aber nie dazu kam, euch zu fragen. Vor allem auch die ganz großen My Little Pony Experten unter euch. Wer kennt sich da aus? Magnetische Kräfte! Juhu! Wow, also die Kräfte bringen uns auf jeden Fall wieder viele, viele magische Münzen, die wir für die Verbesserungen im Spiel benötigen. Eine ziemlich praktische Sache, muss ich sagen. Aber gut, konzentrieren wir uns, das ist wichtig. Denn im Spiel kann so einiges Unerwartetes passieren. Zum Beispiel eine große Schlucht oder sich bewegende Stacheln. Man darf das wirklich nie unterschätzen. Und das alles nur wegen Discord. Wow! Achtung! Super! Ja, Rarity ist wirklich ein super Pony.
und macht das elegant wie eh und je. Und nochmal. Das war eine kleine Rutsche. Ich frage mich, ob wir auf dem Weg noch irgendwo an weitere Fähigkeiten kommen. Immerhin gibt es hier noch einige Münzen, die wir gerne einsammeln würden. So ein Magnet wäre jetzt an dieser Stelle nicht schlecht. Oh, Achtung, Achtung. Wow, im richtigen Moment gesprungen. Knappe Sache. Ein Magnet. Und wieder stehl ich. Sehr schön. Oh, der Sprung war ein bisschen zu hoch. Aber immerhin können wir jetzt dank des Magneten super, super viel hier im Spiel einsammeln. Klasse Sache. Juhu! Komm, Rarity. Nur noch wenige Meter und wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich bin wirklich guter Dinge. Achtung, Achtung, Achtung. Wieder mal so fliegende... Ich wollte schon Bären sagen. Natürlich sind es solche Stacheln. Oh, ein bisschen abgebremst. Pony, komm durch. Geschafft. Da ist das Ziel. Tja, so schnell kann es auch heute mal wieder gehen. Perfekt gemacht von Rarity. Ha, nimm das Zauber. Nur noch ein paar Portale mehr und Ponyville ist gerettet. Naja, viel mehr Portale. Also so wenig sind das nun auch wieder nicht. Du hast genug Ponykraft, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Ja, das mag sein, aber ich würde sagen, wir starten direkt in das nächste Abenteuer, um heute auch gut voranzukommen. Das klingt nach einer Mission für, naja, wen auch immer du willst. Ist doch klar. Twilight Sparkle. Verabschiede dich von nervigen Hindernissen mit Twilights magischem Schlag. Ganz genau. Zeigen wir diesem Wirbel, was eine Prinzessin der Alihörner so drauf hat. Okay, Twilight Sparkle, zeig uns, was du kannst. Juhu! Das war schon mal ein sehr schöner Sprung und ich hoffe, wir kommen auf dem Weg hier auch an den super tollen Erweiterungen vorbei. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, falls euch das Video gefällt und ihr großer My Little Pony Fan seid, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir einfach, dass ihr noch mehr Folgen von dieser tollen App sehen möchtet. Gerne für euch. Wow. Und vor allem auch gerne andere Pony-Spiele, denn so lange geht es nicht mehr. Das Spiel haben wir natürlich geschafft, sobald wir im ganzen Land Farbe zurückgebracht haben. Und so lange wird es wahrscheinlich nicht mehr dauern. Ich frage mich, ob genauso wie damals in Harmony's Quest am Ende große Endbosse auf uns warten. Naja, wir werden sehen. Lass uns überraschen. Wow, ich habe gerade eben mein Horn erweitert. Die Uhr tickt zwar... Wow, das war super stark von dir, Twilight Sparkle. Du bist die Nummer 1. Für uns bist du es wirklich. Wenn nicht sogar mehr als die Nummer 1. Klasse Sache. Wir kommen echt schnell und gut voran. Das auf jeden Fall. Wow. Okay, bald sind wir durch. Juhu! Noch wenige Meter, Twilight Sparkle. Wow. Ein Herz haben wir verloren. Noch ist alles gut. Aber ein weiteres Herz zu verlieren, wäre jetzt fatal. Wir sollten daher wirklich aufpassen, dass uns nichts mehr passiert. Pass gut auf dich auf und eine schöne Rutsche. Wuhui. Eieieiei. Gar nicht mal so einfach. Sehr gefährlich. Komm, du schaffst das. Twilight Sparkle. Wow. Die Felsbrocken werden auch immer größer, vor allem auch die schwebenden. Damals waren das kleine Kieselsteine oder kleine Gebüsche, Dornen. Jetzt sind das große Hinkelsteine. Die kennt man vielleicht nur von Obelix und Asterix. Pony, komm durch! Wow, starker Einsatz. Und weiter und weiter und weiter. Geschafft. Der Wirbel hat gegen die Kraft der Freundschaft keine Chance. Super gemacht, Twilight Sparkle. Wir können wirklich stolz auf dich sein. So schön wie ein Muffin von Pinkie Pie. Weiter so. Perfekt. Muffin von Pinkie Pie. Das wäre jetzt echt super lecker. Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Das mag sein. Aber wo wollen wir jetzt fortfahren? Ich bin ein bisschen durcheinander. Vielleicht, ja, vielleicht da oben. Genau. Ich glaube, da kommen wir gut weiter. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Wir sind auf jeden Fall bereit dazu. Rainbow Dash. Perfekt. Regen, bumm dich durch Hindernisse hindurch mit Rainbow Dash. Jetzt heißt es nach vorne preschen, Rainbow Dash. Sagen wir ihnen, was wir auf dem Kasten haben. Los, los geht's. Rainbow Dash hat vor allem die tolle Fähigkeit, mit ihrer sogenannten Dash-Funktion oder Dash-Fähigkeit schnell durch die Gegend zu flitzen und dabei auch alle Steine zu zerstören. Ansturm. Und auch alle Stacheln und sonst was. Wow, schaut mal, Juhu! Wie ein Düsenjet. Unglaublich schnell.
Schneller als die Polizei erlaubt. Wenn man das so sagen darf. Okay. Achtung, Rainbow Dash. Man weiß nie, was einen als nächstes erwartet. Hier sind zumindest viele Pfützen. Sehr schön. Schön eingesammelt. Klasse. Hoch mit uns. Wow. Wir kommen gut voran. Rainbow Dash ist ein wirklich tolles Pony. Wow. Wow. Hui. Ui, ui. Und... geht hier aus dem Weg. Wow, gerade noch die Fähigkeit bekommen. Wow, wow, wow. Wow, ist das stark. Wow. Du schaffst es. Das war jetzt knapp. Habt ihr den Sprung gesehen? So in der letzten Sekunde noch hochgesprungen. Sonst wäre das wirklich ins Auge gegangen. Rainbow Dash, also mit dir ist es gar nicht mal so ungefährlich. Kommt, da müssen wir schon ehrlich sein. Aber trotzdem, machst du wirklich das Beste daraus. Und wir sehen alle, dass du dich echt anstrengst und gut vorankommst. Rainbow Dash, du bist unser Favorit. Allemal. Klasse. Juhu! Wenige Meter noch. Der Schleier ist so gut wie weg. Und wir bringen wieder Farbe in das schöne Land. Huiuiui. Ponyville, Canterlot, was auch immer. Überall kommt Farbe zurück. Und auf ins Ziel. 1:0 für die Kraft der Freundschaft. Juppie, juppie, yay. Das nenne ich doch mal eine starke und echt schnelle Aktion. Perfekt. Discord ist uns einen Riesengefallen schuldig. Einen Riesengefallen wie eine abgefahrene Party mit Kuchen zum Beispiel. Das ist wirklich toll. Wir sind gut und sehr, sehr schnell vorangekommen. Na dann, machen wir weiter. Das klingt nach einer Mission für, naja, wen auch immer du willst. Fluttershy. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Zeig uns deine Kraft, Fluttershy. Flieg wie ein Adler, Fluttershy. Genau, flieg wie ein Adler oder besser gesagt, wie ein schöner, eleganter Pegasus durch die Lüfte, um den Gegnern zu zeigen, dass wir alles können. Okay, was heißt Gegner? So richtige Gegner gibt es eigentlich auf nicht. Und davon. Aber immerhin sind die ganzen Farben weg und ich frage mich, woher diese Stacheln kommen. Ich meine, schreibt mal in die Kommentare, was haben Stacheln mit der Farbe Schwarz-Weiß zu tun? Jetzt mal im Ernst, ich komme nicht drauf. Warum kommen solche Hindernisse? Und vor allem auch, warum sind die Hindernisse eigentlich nicht schwarz-weiß? Warum sind die Hindernisse farbig? Also ich kann mir da im Moment keinen Reim draus machen. Aber vielleicht habt ihr eine Idee. Schreibt mir in die Kommentare, warum diese komischen Hindernisse nicht auch schwarz-weiß sind. Oder haben diese Hindernisse etwa die Farbe verschluckt? Nein, das kann nicht sein, oder? Ich bin gespannt. Was ist eure Theorie? Was ist eure Idee? Da es wahrscheinlich keine Lösung gibt, keine Erklärung dafür, gibt es auch kein richtig und kein falsch. Du bist die Nummer 1. Schreibt daher wirklich alles, was euch auf dem Herzen liegt. Ich bin sehr gespannt. Schaut mal, diese komischen Steine sind mittlerweile schon verkettet. Habt ihr das gerade eben gesehen? Dieses blaue Element? Oder das hier? Pegasus zum Himmel empor. Jetzt aber als Pegasus durch die Lüfte. Wir sollten nur aufpassen, dass diese Steine oder... man könnte schon sagen, Sphären nicht auch in der Luft sind. Denn das sollten wir nicht unterschätzen. Das kann auch ziemlich gefährlich enden. Los, flieg durch die Lüfte, Fluttershy. Super. Auch mit dir haben wir es fast geschafft. Komm, nur nicht aufgeben. Zeig den anderen, was du kannst. Du bist mindestens genauso gut wie alle anderen Ponys, mit denen wir bisher gespielt haben. Heute kommt natürlich auch noch jeder dran. Sehr schön. Wow, 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 wow. Na? Wow. Habt ihr eigentlich drauf geachtet, welche Ponys noch drankommen? Ich bin gespannt. Du schaffst es. Geschafft. Das war wirklich wieder eine tolle und sehr schöne Aktion von Fluttershy. Wir sind stolz auf dich. So schön wie ein Muffin von Pinkie Pie. Weiter so. Super gemacht. So schön wie ein Muffin von Pinkie Pie. Toller Vergleich. Für eine Pony-Verbesserung. Genau, jetzt ist wirklich Zeit für eine Verbesserung. Lass uns eine machen. Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes neue Level macht das Pony noch toller. Es ist ein Springspektakel mit Pinkie Pie. Ihre Sprünge und Doppelsprünge bringen sie hoch wie niemals zuvor. OMG! Eine noch sprunghaftere Pinkie Pie? Ist die Welt wirklich bereit dafür? Sehr schön. Toll verbessert. Regen, bumm dich durch Hindernisse hindurch. Ding, Pony-Level-Aufstieg. Perfekt. Rainbow Dash bekommt eine Erweiterung.
So kann es weitergehen. Eins vielleicht noch, oder was meint ihr? Verabschiede dich von nervigen Hindernissen mit Twilights magischem Schlag. Cool! Celestia sollte gut aufpassen. Die Schülerin wird die Lehrerin bald übertreffen. Wer von euch hat eigentlich schon eine Fähigkeit komplett ausgefüllt? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, falls ihr dieses Spiel auch spielt. Ihr habt bestimmt eure Lieblingsponys als erstes erweitert, oder? Wähle ein Pony aus. Dann nehmen wir... Applejack. Genau. Äpfel regnen vom Himmel herab, um alles, was Applejack im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Es wird Zeit, dass dieser Wirbel aus der Stadt geworfen wird, Applejack. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Applejack wartet schon darauf, hier wieder ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen. Juhu! Ein schöner und sehr eleganter Sprung, wie wir es von ihr gewohnt sind. Applejack, zeig, was du kannst. Schön mit dem Cowboy-Hut durch die Gegend, wie ein echtes Cowgirl. Ich frage mich, wie das aussehen würde, wenn unsere liebe Applejack auf einem Pferd reiten würde. Ich meine, Applejack selbst ist ja ein Pony, also gehört ja auch zur Gattung der Pferde. Oder ist ja auch ein Pferd, was erzähle ich denn da? Daher ist es super interessant, wie das aussehen würde. Ein Pferd auf einem Pferd. Ja, könnte man vielleicht mal zeichnen. Falls jemand das zeichnen mag, kann er oder sie mir das gerne mal schicken. Ich bin gespannt. Es regnet Äpfel. Wow, 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 es ist Äpfelsaison. Jetzt gibt es wieder überall Äpfel in der ganzen Pony-Welt. Und genau das bringt uns hier voran. Wow, schöner Sprung. Oh weh, oh weh. Super. Ach, das war nur eine Pfütze. Ich war ganz kurz außer mir und dachte, oh weia, da warten Stacheln auf uns. Oh nein, schon wieder eine Pfütze. Also heute treten wir in jede Pfütze. Gerade mit Gummistiefeln macht das Spaß. Einfach reinspringen. Schön matschig und ein bisschen pappig, aber führt ja dazu. Oh nein, ich dachte gerade, dass es ein Hindernis war. Oh Gott, wie peinlich. Habt ihr das gesehen? Ich bin über diesen Apfel gesprungen, statt ihn einzusammeln. Naja, also gut, sowas ist mir, glaube ich, in diesem Let's Play auch noch nie passiert. Muss ja auch mal vorkommen, oder? Gut, bald geschafft. Der Schleier verschwindet so langsam. Juhu! Wenige Schritte noch. Und dann sind wir auch mit Applejack am Ziel. Oh nein. Zu spät. Tut mir leid, Applejack, das war keine Absicht. Glaub mir bitte. Wow, wow, was war das denn? Das ging jetzt super rasant nach vorne. Und wir haben es jetzt geschafft. Die Kraft der Freundschaft gewinnt immer. Super Sache. Tolle Aktion von Applejack. Dann mal weiter. Discord ist uns einen Riesengefallen schuldig. Ein Riesengefallen wie eine abgefahrene Party mit Kuchen zum Beispiel. Oh ja, Kuchen wäre jetzt echt lecker. Du hast genug Ponykraft, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Schaut mal, wie viel wir schon freigeschaltet haben. Aber ein Level machen wir heute noch. Dann mal los ins letzte Abenteuer für heute. Das klingt nach einer Mission für, naja, wen auch immer du willst. Pinkie Pie. Es ist ein Springspektakel mit Pinkie Pie. Ihre Sprünge und Doppelsprünge bringen sie hoch wie niemals zuvor. Pinkie Pie wird dieses Portal wie einen Partyballon platzen lassen. Ganz genau, Pinkie Pie. Und genau deswegen brauchen wir heute deine Hilfe. Zeig uns, was du kannst. Es wird Zeit zu gehen. Springen wir los. Juhu. Wir springen durch die Gegend und alles ist so schön. Wir springen durch die Gegend und alles ist so schön. Ja, was für ein schönes Lied, oder? Eigentlich sollte man mal ein Lied für Pinkie Pie und für die anderen schreiben. Oh, das war jetzt aber echt unfair. Kurz vor dem Stachel geht meine Fähigkeit verloren. Das war nicht fair, oh Menno. Jetzt habe ich ein Herz verloren. Aber gut, es bringt wirklich nichts zu jammern. Stattdessen sollte man es konzentrieren. Denn nur so schaffen wir es im Spiel. Jeder kann mal ein Herz im Spiel verlieren. Das heißt aber nicht, dass wir sofort aufgeben. Los! Steig zum Himmel empor, Pinkie Pie. Jetzt haben wir wieder die Fähigkeit, die echt praktisch ist. Dann zeigen wir denen jetzt mal, wo der Hammer hängt. Wir zeigen ihnen, wie gut wir mit Pinkie Pie springen. Du bist die Nummer 1. Aber auf jeden Fall. Pinkie Pie ist wirklich die Nummer 1. Oder Twilight Sparkle? Oder Rainbow Dash? Ich habe euch doch schon mal gefragt, wer euer Lieblingspony ist. Könntet ihr von den 6 Ponys, die wir hier zur Verfügung haben, eine Reihenfolge bilden? Das heißt, welches Pony ist für euch das beste Pony? Wer ist auf Platz 1? Wer auf Platz 2, Platz 3 und so weiter und so fort? Ich weiß, die Frage ist gar nicht mal so einfach zu beantworten, weil echt alle Ponys facettenreich sind. Jeder hat so seine eigene Art und ist was ganz Besonderes.
Aber versucht's doch mal und macht eure Reihenfolge, eure Rangliste in die Kommentare rein. Ich bin gespannt. Juhu! Also, bei mir ist wie gesagt auf Platz 1 die liebe Rarity. Upsala. So spät. Ich sollte mich wieder ein bisschen mehr konzentrieren. Ja, die liebe Rarity ist bei mir auf Platz 1. Oh, sowas ähnliches hatten wir doch gerade schon mit Applejack. Das war wieder super gefährlich. Aber da vorne ist schon das Ziel. Geschafft. Pony, komm durch. Wow. Das war echt rasant am Ende. Aber geschafft. So schön wie ein Muffin von Pinkie Pie. Weiter so. Ganz genau. Für diese Folge haben wir wirklich so einiges geschafft. Wir können stolz auf uns sein. Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Fantastisch geht es in die nächste Runde von My Little Pony Läufer. Hier auf dem Katze-Kinder-Kanal. Also ich würde sagen, wir starten los. Auf geht's ins nächste Abenteuer. Das klingt nach einer Mission für, naja, wen auch immer du willst. Naja, starten wir einfach mal mit Applejack. Applejack. Äpfel regnen vom Himmel herab, um alles, was Applejack im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Es wird Zeit, dass dieser Wirbel aus der Stadt geworfen wird, Applejack. Ganz genau. Wir reiten quer durch die Gegend und schaffen es. Juhu! Das war schon mal ein sehr schöner und eleganter Sprung von unserer lieben Applejack. Aber wie ihr sehen könnt, das ist schon Folge 8 und es wird immer gefährlicher. Es gibt immer mehr Hindernisse, wir müssen immer öfter springen und das natürlich auch im richtigen Moment, um nicht zwischen den Plattformen zu fallen. Das könnte sonst böse enden. Und wir brauchen einen Apfel! Ein Apfel, schnell! So lange! Oh, weia. Oh, direkt einen Apfel bekommen. Aber wie ihr gesehen habt, man muss wirklich darauf achten, wann und wo man springt. Sonst landet man wie gerade eben mit Applejack leider im Abgrund. Und das, naja, das ist nicht gerade so schön. Aber wir schaffen das. Da bin ich wirklich guter Dinge. Und wenn wir so weiterreiten, dann sollte... Uiuiui, eine Pfütze. Sollte das alles auch kein Problem sein. So, Applejack sagt... Wow, habt ihr das gesehen? Halt durch! Das war unglaublich stark. Schon wieder, Applejack. Du machst uns wirklich eine große Freude. Komm, 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 komm. Weiter, weiter, weiter. Puh. Der Schleier ist aber erst zur Hälfte weg. Also so ein bisschen dauert noch, ne? Juhu! Ein bisschen dauert das Level noch. Hey, das war unfair. Ich war gerade in einer ziemlich hohen Geschwindigkeit unterwegs. Heiliger Strohsack. Ich glaube, ich sollte mir wirklich gut aufpassen. Und notfalls immer einen Doppelsprung anwenden, um wirklich nicht getroffen zu werden. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, wow. Applejack, pass bitte gut auf. Nur noch ein Leben. Jetzt darfst du nicht getroffen werden. Wir wurden noch nie, bisher zumindest, in dem Spiel dreimal getroffen. Das soll sich auch nicht ändern. Komm, Applejack. Noch ein kleines bisschen. Du bist fast am Ziel. Du schaffst das. Ganz viele Münzen. Und noch einmal rutschen. Juhu! Und wow. Gleich noch einmal. Du bist die Nummer 1. Da vorne ist das Ziel. Wir haben es so gut wie geschafft. 1:0 für die Kraft der Freundschaft. Das nenne ich doch mal perfekt, oder? Habt ihr das gesehen? Super gemacht, Applejack. Ha! Nimm das, Zauber. Nur noch ein paar Portale mehr und Ponyville ist gerettet. Ein paar Portale mehr? Also es sind bestimmt noch über 15, glaube ich. Na dann mal los. Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Das stimmt. Das werden wir allerdings erst später tun. Lass uns lieber direkt in das nächste Abenteuer starten. Wähle ein Pony aus. Tja, wen wählen wir diesmal? Rarity. Rarities anziehende Persönlichkeit zieht Ponykraft und heilende Herzen an. Verpassen wir dem Wirbel einen ordentlichen Tritt in Manhattan-Style, Rarity. Auf geht's, jetzt wird's bunt. Juhu! Mal sehen, was Rarity hier so anstellen kann. Vor allem dürfen wir nicht vergessen, dass Rarity doch die super tolle Fähigkeit besitzt, einen Magneten einzusetzen. Also ihre magnetische Fähigkeit, um ganz viele Münzen links und rechts herum einzusammeln. Gar nicht mal so schlecht, wenn ihr mich fragt. Wir werden sehen. Wuhu! Wow! Was für eine Rutschpartie! Und wieder einige Münzen eingesammelt. Wenn ihr rechts oben mal schaut, wir haben schon fast 2000 Münzen. Gar nicht mal so übel. Findet ihr nicht auch? Und meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich nicht nur sehr freuen, sondern zeigt mir auch, dass ihr große Fans der My Little Pony Serie seid und auf jeden Fall noch mehr Videos dazu sehen möchtet.
Und ihr wisst Bescheid, ich mache das gerne für euch. Ich liebe es, wenn ich eure strahlenden Gesichter sehe. Immer weiter. Oh, Entschuldigung, Rarity. Und bevor sich jemand fragt, hä, strahlende Gesichter und unsere Gesichter siehst du doch gar nicht. Ja, das stimmt. Aber ich kann an den Kommentaren herauslesen, dass euch das Video gefallen hat. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Wow, und... Juhu! Schöner Wow! Sprung, und das war gerade sehr knapp. Habt ihr das gesehen? Rarity ist schon wieder super schnell unterwegs. Genauso wie es gerade mit Applejack der Fall war. Und trotzdem sollten wir gut aufpassen. Denn ein Fehltritt... Und Rarity muss von vorne anfangen. Aber bisher sieht das doch ziemlich gut aus. Das Wichtigste ist nur, dass wir niemals aufgeben. Egal was passiert. Und da ist Rarity ein wirklich tolles Vorbild für uns. Denn sie reitet einfach weiter, als wäre nie etwas gewesen. Unwiderstehlich. Kann es sein, dass das jetzt der erste Magnet ist in dem Level? Und das Level ist so gut wie vorbei. So wirklich viel bringen? Tut dieser Magnet jetzt eigentlich nicht. Halt durch. Und davon ist das Ziel so gut wie geschafft. Farbexplosion kommt sofort. Das nenne ich Perfektion. Das war ein echt guter Sprung. Wir haben es gemeistert. Discord ist uns einen Riesengefallen schuldig. Einen Riesengefallen wie eine abgefahrene Party mit Kuchen zum Beispiel. Boah, Party mit Kuchen? Das wäre jetzt lecker. Zeit für eine Pony-Verbesserung. Was ist eigentlich euer Lieblingskuchen? Schreibt mal in die Kommentare. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Wir wählen... Pinkie Pie. Es ist ein überall grau. Langweilig. Bring die Farben zurück, Pinkie Pie. Genau, Pinkie Pie ist genau die richtige. Vor allem, weil wir gerade über Kuchen gesprochen haben. Und vielleicht habt ihr auch mein Let's Play zu My Little Pony Equestria Quest gesehen. Da haben wir direkt in der ersten Folge eine... Immer wow! Weiter. Entschuldigung, Pinkie Pie. Haben wir eine Party gefeiert mit Pinkie Pie. Sie hat eine organisiert. Juhu! Und auf dieser Party, eine sogenannte Schlummerparty oder Pyjama-Party. Oh nein, ich bin an der Fähigkeit vorbeigesprungen. Oh, ja je. Sowas passiert auch nur mir, oder? Naja, auf jeden Fall haben wir auf der Party ja ein bisschen gefeiert mit den anderen Ponys. Und das war ganz toll. Das hat mir Spaß gemacht. Und daran musste ich gerade denken. Aber wie gesagt, mich würde interessieren, was euer Lieblingskuchen ist. Ich selbst esse zum Beispiel sehr gerne Käsekuchen. Mochte ich als Kind gar nicht, aber als ich dann ein paar Jahre älter wurde, mochte ich es total. Und heute esse ich das wirklich total gerne. Also super, super lecker. Du schaffst es. Und wow, Achtung, Pinkie Pie, sehr schön. Guter Sprung. Und wenn du so weitermachst, kommst du echt gut durch. Von Plattform zu Plattform, das seht ihr, oder? Das ist wirklich hervorragend, wie sie das meistert. Und Sprung, und... Es wird Zeit zu gehen. Springen wir los. Jetzt haben wir endlich die Fähigkeit und der schöne Doppelsprung. Ich finde vor allem den Sound so lustig. Boink, boink. Pinkie Pie ist einfach zu putzig, findet ihr nicht auch? Boink, boink. Yay. Wow, das war knapp. Das hätte jetzt auch leicht in die Hose gehen können mit dem Stachel. Ups. Oh, Entschuldigung, Pinkie Pie. War natürlich keine Absicht. Aber wir kommen gut durch. Und so muss es natürlich auch bleiben. Steig zum Himmel empor, Pinkie Pie. Juhu! Jetzt springen wir nochmal quer durch das gesamte Level. Mal sehen, ob wir noch etwas finden. Also, weitere Fähigkeiten. Wir sollten sie doch dreimal bekommen. Gut, das eine Mal habe ich natürlich übersehen, dass es war. Vielleicht Super. Finden wir sie nochmal. Okay, Pinkie Pie, du hast es auch fast geschafft. Nur noch wenige Meter. Das kriegst du doch hin, oder? Ich bin zumindest guter Dinge. Auch wenn wir nur noch ein Herz haben. Das kann trotzdem in die Hose gehen. Achtung, Rutsche! Hui! Sehr schön. Geschafft! 1:0 für die Kraft der Freundschaft. Das haben wir wirklich fabelhaft gelöst. So muss das immer laufen. So schön wie ein Muffin von Pinkie Pie. Weiter so. Auf jeden Fall. Das gehen wir auf jeden Fall an. Nur nicht aufgeben. Du hast genug Ponykraft, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Okay, wollen wir etwas verbessern? Nein, machen wir später. Lass uns lieber in das nächste graue Abenteuer. Das klingt nach einer Mission für, naja, wen auch immer du willst. Rainbow Dash. Regen, bumm dich durch Hindernisse hindurch mit Rainbow Dash. Jetzt heißt es nach vorne preschen, Rainbow Dash. Dann mal los, Rainbow Dash. Ich weiß, du kannst das schaffen. Zeig, was du kannst. Juhu! Wow, was für ein gewaltiger Sprung. Rainbow Dash ist wirklich unglaublich.
Zack, 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 boom, bam. Wie ein Wirbelwind läuft sie quer durch das ganze Land von Ponyhausen, so nenne ich es mal. Nein, ja, es ist noch gleich Ponyville oder Canterlot oder My Little Pony Welt. Ich habe das noch nie hinterfragt, muss ich sagen. Wow, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Ich bin gerade mit Rainbow Dash gerutscht, bin aber nicht komplett hochgekommen. Wahrscheinlich nicht, weil ich den ganzen Schwung von der Rutsche mitgenommen habe. Na gut, da bin ich selbst schuld. Ich sollte eher darauf achten, dass es auch immer glatt läuft. Aber bisher sieht das doch viel, viel besser aus. Also da macht Rainbow Dash wirklich eine einzigartige Choreografie daraus. Und Sprung. Wow, gewaltig. Schaut mal, wie viel wir eingesammelt haben. Vorhin habe ich doch am Anfang der Folge erzählt, wir haben fast 2000 Münzen. Schaut mal, wie weit wir jetzt gekommen sind. Wir sind ja sogar fast bei 3000 Münzen. Da können wir auf jeden Fall viele Erweiterungen für uns holen. Ich bin schon ganz gespannt, was wir erweitern werden. Ja, endlich haben wir die Fähigkeit von Rainbow Dash. Jetzt ist sie wieder super schnell unterwegs. Wow. Na gut, ich muss zugeben, das wisst ihr ja auch, das habt ihr gesehen. So lange hält diese Fähigkeit eigentlich nie an. Das ist schade. Naja gut, ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir können trotzdem stolz darauf sein. Vor allem einfach, was so super funktioniert. Achtung, Stachel, Stachel, Stachel. Und weiter. Nur nicht aufgeben. Und runter mit uns. Und gleich noch einmal. Rainbow Dash, du bist einfach super. Mit dir macht es so viel Spaß hier auf der Strecke. Und geschafft. 1 zu 0 für die Kraft der Freundschaft. Klasse Aktion. Ich bin sowas von bereit. Weiter geht's. Discord ist uns ein Riesengefallen schuldig. Ein Riesengefallen wie eine abgefahrene Party mit Kuchen zum Beispiel. Ja, das ist wahr. Ich würde sagen, wir verbessern jetzt unsere Ponys. Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes neue Level macht das Pony noch toller. Verabschiede dich von nervigen Hindernissen mit Twilights magischem Schlag. Wow, Mega-Pony-Verbesserungsalarm. Das war schon mal ein guter Sprung. Eine schöne Erweiterung, aber noch etwas. Rarities anziehende Persönlichkeit zieht Ponykraft und heilende Herzen an. Bei der Kraft der Ponys. Das war auch super. Sehr, sehr schön. Wollen wir noch etwas verbessern? Ja, oder? Eine Sache noch. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Fluttershy wird bald bis zum Mond und zurückfliegen können. Das gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Wir sind auf jeden Fall jetzt bereit für das nächste Level. Lasst uns loslegen. Wen nehmen wir denn diesmal? Klingt nach einer Mission für, naja, wen auch immer du willst. Twilight Sparkle. Verabschiede dich von nervigen Hindernissen mit Twilights magischem Schlag. Zeigen wir diesem Wirbel, was eine Prinzessin der Alihörner so drauf hat. Dann mal los, zeigen wir ihnen, wie schnell und elegant wir auf der Strecke tatsächlich sind. So, schöner Sprung. Das war schon mal ein sehr, sehr guter Start, wie ich finde. Mit unserer lieben Twilight Sparkle. Ups. Wow. Irgendwie ist es gar nicht so leicht geworden. Also, ich meine, ziemlich schwierig geworden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Schaut mal, am Anfang, als wir dieses Let's Play begonnen haben, in Folge 1, 2 und 3, da haben wir uns eigentlich nie treffen lassen. Aber mittlerweile verlieren wir fast immer mindestens ein Herz. Ich glaube, sind wir mit Rainbow Dash unbeschadet durchgekommen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Wenn ihr das noch besser wisst als ich, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt schon wieder vergessen, aber sonst verlieren wir immer ein, wenn nicht sogar zwei Herzen in einem Durchlauf. Wir sollten wirklich gut aufpassen. Und immerhin fehlen noch einige Dörfer oder Städte oder Bereiche, die wir noch farbig machen müssen. Das heißt, wir sollten wirklich auf der Hut sein, bevor irgendetwas Schlimmes passiert. Okay, Twilight Sparkle, wir wissen, du kannst das schaffen. Kraft erhöht. Jetzt können wir wieder schießen. Das mit unserem magischen Horn. Das, wie ihr wisst, auch super praktisch ist. Weiter, weiter, weiter. Wir kommen echt gut und sehr schnell voran. Twilight Sparkle, du bist und bleibst die Beste. Und Schwung und Schwupps. Sehr schön. Wow, 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 wow. Oh. Auch die Besten machen Fehler. Ja, das war ein
bisschen knapp. Naja, gut, was soll's. Juhu! Wow, starke Sache. Aber nach wie vor kommen wir gut voran. Wir sollten jetzt nur wirklich aufpassen. Schon wieder habe ich nur noch ein Herz übrig. Und der Schleier ist immer noch nicht ganz weg. Wow! Ein Fehltritt und Twilight Sparkle halt durch. Muss von vorne anfangen. Pass bitte auf dich auf. Komm, komm, komm. Ja! Aber kaboom! Das Horn wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. So kann uns einfach nichts passieren. Das Horn ist so praktisch. Wow! Habt ihr das gesehen? Das war ein starker Schlag. Geschafft! 1:0 für die Kraft der Freundschaft. Das haben wir wirklich super gemacht. Wir sind ein echt gutes Team mit den Ponys. Super. Ha, nimm das Zauber. Nur noch ein paar Portale mehr und Ponyville ist gerettet. Ganz genau. Und ein Level machen wir auf jeden Fall noch, weil ein Pony fehlt natürlich. Zeit für eine Pony-Verbesserung. Das übernehmen wir aber in der nächsten Folge. Mal sehen. Wir machen... Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Weiter mit Fluttershy. Fluttershy. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Los, los, Fluttershy. Okay, Fluttershy. Dann zeig uns mal, wie elegant du wie ein Pegasus durch die Lüfte fliegen kannst. Wir sind sehr gespannt. Juhu! Zeig uns deine sagenumwobene Kraft als Pegasus. Ja gut, wir müssen nicht übertreiben. Aber ich finde diese Fähigkeit wirklich toll. So, Achtung, Achtung, Achtung. Fluttershy, du musst es auf jeden Fall besser hinbekommen als die anderen Ponys, die sich immer wieder treffen lassen haben. Aber du meisterst das. Pegasus zum Himmel empor. Ganz genau, jetzt können wir wieder fliegen. Das kann auch nur Fluttershy, die anderen können das nicht. Zumindest in dem Spiel nicht. Und wir kriegen das Gute. Oder können die Ponys eigentlich in der Serie fliegen? Oder im Film? Weiß ich gar nicht. Wisst ihr das? Oh nein! Wow! Wow, wie haben wir das geschafft? Ohne getroffen zu werden. Habt ihr das gesehen? Das war super knapp. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt geschafft haben. Vielleicht hatten wir so einen kleinen, naja, Mitleidsbonus vom Spiel. Keine Ahnung. Pony kommt durch! Unser Pony kommt auf jeden Fall durch. Schaut mal, wie gut Fluttershy das meistert. Wir haben schon die Hälfte des Levels ungefähr geschafft. Das behaupte ich mal aufgrund des Schleiers, der sich mittlerweile in der Mitte befindet. Und trotzdem noch alle drei Herzen. Also, ich muss sagen, Fluttershy macht ihre Arbeit wirklich sehr gut. Achtung, die Hindernisse werden auch immer größer, habe ich so das Gefühl. Wobei, ich habe nicht nur das Gefühl, es ist auch so. Die werden wirklich immer größer. Und schöner Sprung. Wow. Und immer weiter. Achtung. Wow, wow, wow. Das tut weh. Hui. Gar nicht mal so übel. Aber wir bleiben am Ball. Nur nicht aufgeben. Immer schön weiter. Achtung, Stachel. Wow. Und hoch mit uns. Elegant. Auf und davon. Und jetzt nochmal zum Abschluss als Pegasus durch das Level fliegen. Ich meine, Wärme ist so gut wie beendet. Vielleicht können wir sogar als Pegasus ins Ziel fliegen. Oh, was? Was? Ich dachte, ich bin unverwundbar als Pegasus. Wir haben nur noch ein Herz. Achtung, jetzt muss ich aufpassen. Nein, 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 nein. Oh Gott. Wo ist das Ziel? Nein! Wo ist das Ziel? Ich muss ins Ziel schnell. Bitte, bitte, bitte. Da vorne ist das Ziel. Geschafft, geschafft, geschafft. Farbexplosion kommt sofort. Wow. Also das war jetzt gegen Ende wirklich sehr, sehr knapp. Das hätte ich niemals erwartet. Discord ist uns einen Riesengefallen schuldig. Einen Riesengefallen wie eine abgefahrene Party mit Kuchen zum Beispiel. Da bin ich ganz dabei. Ein leckerer Kuchen wäre super. Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Ponyvilles Farben werden total in die dunkle Dimension gezogen. Los geht's, Ponys! Katastisch und spannend geht es weiter mit My Little Pony Läufer. Hier auf dem Katze-Kinder-Kanal. Los geht's! Das klingt nach einer Mission für... Naja, wen auch immer du willst. Mit wem sollen wir heute starten? Applejack. Äpfel regnen vom Himmel herab, um alles, was Applejack im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Es wird Zeit, dass dieser Wirbel aus der Stadt geworfen wird, Applejack. Das sehe ich genauso. Wir haben es auch bald geschafft. Juhu! Los geht's, Applejack. Dann zeigen wir mal den Leuten da draußen, wie schnell und stark du bist. Okay. Immer weiter. Also, ich meine, der lieben Katzen-Community, dem lieben Katzenclub da draußen, der hier auch immer unterwegs ist und immer stark zuschaut. An dieser Stelle tausend Dank. Ihr wisst Bescheid, dass Applejack super ist.
Aber an alle, die mich vielleicht nicht kennen oder den Kanal nicht kennen, die sollen sich mal drauf gefasst machen, wie stark, schnell und präzise Applejack unterwegs ist. Sie hat so einiges auf den Kasten. Und allein ihre Fähigkeit, eine Art Äpfelsaison zu starten, ist nicht nur super lustig, sondern auch echt stark und effektiv. Das sollte man nicht unterschätzen. Es regnet Äpfel. Und gleich noch einmal. Weil es so schön war, regnet es nochmal Äpfel. Und allein die Vorstellung, einen so massiven Apfel auf den Kopf zu bekommen, ja, das tut, glaube ich, ein bisschen weh. Ein bisschen mehr. Aber Applejack darf das machen, weil es sich ja hier um komische Stacheln handelt. Juhu! Mögt ihr eigentlich Äpfel und esst ihr gerne Äpfel? Saure oder süße? Oder seid ihr da nicht so wählerisch und ihr sagt, Mensch, Hauptsache ein Apfel, schmeckt mir immer? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich esse total gerne Äpfel. Find's auch super lecker. Wobei ich Bananen noch besser finde. Paprika ist auch super, klar. Paprika ist dann wieder Gemüse und kein Obst. Aber ich, Paprika, Banane, Äpfel und Mais finde ich auch total lecker. Das sind so meine vier Lieblings-Obst- und Gemüsesorten. Jetzt habe ich ein bisschen gemischt, klar. Es ging jetzt nicht nur um Obst. Also Obst, klar, Banane, Apfel, Gemüse, Mais und Paprika. Wow! Schöner Sprung, nochmal. Super! Und jetzt haben wir schon genug über Obst und Gemüse gesprochen, denn jetzt haben wir das Level beendet. Sehr schön. 1:0 für die Kraft der Freundschaft. Tja, jetzt habe ich viel zu viel über Obst und Gemüse gesprochen. Tut mir leid. Habt bitte ein Nachsehen. Discord ist uns einen Riesengefallen schuldig. Einen Riesengefallen wie eine abgefahrene Party mit Kuchen zum Beispiel. Okay, dann mal weiter. Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Ja, das könnte ich tun. Aber das machen wir erst ein bisschen später. Lass uns lieber mal weiterlaufen. Das klingt nach einer Mission für... Naja, wen auch immer du willst. Pinkie Pie. Es ist ein Springspektakel mit Pinkie Pie. Ihre Sprünge und Doppelsprünge bringen sie hoch wie niemals zuvor. Pinkie Pie wird dieses Portal wie einen Partyballon platzen lassen. Dann zeig doch mal, was du drauf hast, Pinkie Pie. Ich bin sehr, sehr gespannt. Juhu! Juhu! Du bist wirklich unglaublich. Okay, Pinkie Pie. Oh, ich dachte schon, wir fallen jetzt herunter. So, weiter. Okay, und... Es wird Zeit zu gehen. Springen wir los. Spannende und sehr knappe Sache, hier ein Sprungfest zu veranstalten. Aber schaut mal, wie fröhlich Pinkie Pie ist. Sie springt einfach die ganze Zeit und... Wow, das war aber ein tiefer Fall. Das hätte auch böse enden können, nämlich... In einem Stachel. Oh ja. Matsch. Überall Matsch. Aber Pinkie Pie, ich muss sagen, dafür, dass du wild durch die Gegend springst, hast du echt sehr viel Glück, oder? Findet ihr nicht auch? Wow! Okay. Wie ist es eigentlich mit der Fähigkeit von Applejack oder Twilight Sparkle? Beide haben ja die Fähigkeit, diese bösen Stacheln kaputt zu machen. Welche Fähigkeit findet ihr aber besser? Eigentlich haben sie beide ja den gleichen Effekt. Schreibt mir in die Kommentare. In der Zwischenzeit kommt hier mal der Hinweis, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich nicht nur sehr freuen, sondern zeigt mir auch, dass ihr große Fans von My Little Pony seid und auf jeden Fall noch weitere Folgen sowie weitere Spiele von My Little Pony hier auf dem Katze-Kinder-Kanal sehen möchtet. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr Lust drauf habt, dann mache ich das wirklich gerne für euch. Denn ihr sollt ja auch Spaß an den Videos haben. Und, wenn möglich, auch was dazu lernen. Das lernt man auch vor allem dadurch, dass man eben zuhört. Diese Geschichten mitbekommt. Wow! Und ihr lernt bestimmt auch von mir das eine oder andere Wort. Wir können ja Wörter erfinden. Nein, wir erfinden jetzt keine Wörter. Das erfinde ich immer wieder. Wie zum Beispiel Kadabumbam, wenn wir herunterfallen. Nein, konzentrieren wir uns. Pinkie Pie. Pony, kommt durch! Oh, die Sprünge waren jetzt aber nicht so gut, muss ich sagen. Das wäre eher ein knappes Gerutsche gegen Ende. Aber trotzdem, so insgesamt kann ich sagen, wir kommen da gut durch. Sehr schön. Okay, wir haben es fast geschafft. Weiter. Der Wirbel hat gegen die Kraft der Freundschaft keine Chance. Hui, gar nicht mal so einfach gewesen mit Pinkie Pie, muss ich schon sagen, oder? Discord ist uns ein Riesengefallen schuldig. Ein Riesengefallen wie eine abgefahrene Party mit Kuchen zum Beispiel.
Ja, schöner Vergleich. Eine abgefahrene Party mit Kuchen. Hm, okay. Fluttershy. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Los, los, Fluttershy. Dann zeigen wir, was du drauf hast, Fluttershy. Wir haben mit dir schon in der letzten Folge gespielt, und zwar gegen Ende. Da konntest du uns zeigen, wie gut du durch die Lüfte fliegen kannst, nämlich als Pegasus. Und ist euch was aufgefallen? Kommst du mir so vor oder läuft das Spiel irgendwie schneller? Das heißt, unsere Ponys bewegen sich schneller und dadurch kommen wir auch schneller durch die Strecken. Oder? Schaut mal, wir haben jetzt viel weniger Zeit zu überlegen, ob wir jetzt oder später springen. Also hier ist wirklich Timing angesagt. Und das ist auch eigentlich eine gute Übung. Eine gute Übung, um einfach mit dem Auge hinterher zu sein, wann muss ich drücken. Also nicht nur so ein Rhythmusgefühl zu bekommen, sondern auch diese Geschicklichkeit zu trainieren. Also gar nicht mal so übel. Das sind so die kleinen Aspekte, die man vielleicht an einem Spiel unterschätzt und gar nicht so sieht. Vorsicht! Also es macht nicht nur Spaß, sondern hat tatsächlich auch einen Lerneffekt. Auf und davon! Okay, wir fliegen! Wow, wow, wow. Pony kommt durch! Das war jetzt eine ziemlich schwere Geschichte. Eine ziemlich schwere Geschichte. Ich bin ein bisschen ängstlich. Schaut euch mal, wie viele Monster da unten waren. Oder Stacheln oder Hände oder was auch immer. Steine. Steine, Hände, Stacheln, alles Mögliche. Wow. Eine schwere Geschichte. Wow, wie viele Hände kommen da raus? Was ist das? Wo sind wir hier? Oh mein Gott, Fluttershy, pass bitte gut auf dich auf. Das ist wirklich skurril hier. Also skurril steht für komisch, mysteriös. Man kann nie so viel Herz haben. Juhu, habt ihr es gesehen? Wir haben mein Herz gefunden. Ich habe, glaube ich, schon Ewigkeiten kein Herz mehr in einem Level gefunden. Ich meine, ich habe bestimmt schon seit 5 oder 6 Folgen nicht mehr. Und das ist Folge 9. Pegasus zum Himmel empor. Übrigens kann ich euch jetzt schon mal sagen, wie viele Folgen das Spiel haben wird. Denn jetzt kann ich es besser einschätzen, weil wir schon fast am Ende sind. Die nächste Folge wird die letzte Folge sein. Das heißt, ihr seht gerade die vorletzte Folge von dem Spiel. Halt, wow! Pegasus! Immer weiter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Pass bitte auf dich auf! Nein! Oh mein Gott! Fluttershy, bitte, 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 pass auf dich auf! Bist doch fast am Ende, oder? Die Kraft der Freundschaft gewinnt immer! Habt ihr gesehen, wie knapp das gerade mit Fluttershy war? Das war unglaublich! Ha! Nimm das, Zauber! Nur noch ein paar Portale mehr und Ponyville ist gerettet! Okay, das stimmt. Aber jetzt mal im Ernst. Wir müssen gut aufpassen. So kann das nicht weitergehen. Zeit für eine Pony-Verbesserung. Ja, vielleicht sollten wir wirklich eine Verbesserung machen. Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes Regen bummt dich durch Hindernisse hindurch mit Rainbow Dash. Schwupps! Glaubst du, Rainbow Dash kann jetzt die Schallmauer durchbrechen? Sieht doch gut aus, oder? Rarities anziehende Persönlichkeit zieht Ponykraft und heilende Herzen an. Wow! Mega-Pony-Verbesserungsalarm! Sehr schön. Das sieht wirklich fantastisch aus. Okay, weiter, noch eins. Äpfel regnen vom Himmel herab, um alles, was Applejack im Weg steht, aus dem bei der Kraft der Ponys. Also wir sind wirklich gut ausgerüstet, muss ich sagen. Noch nicht perfekt, aber unsere Fähigkeiten werden immer besser. Na dann, wir sind, glaube ich, bereit für das nächste Level. Seid ihr es auch? Dann mal los. Wähle ein Pony aus. Bringen wir wieder Farbe ins Spiel. Rarity. Rarities anziehende Persönlichkeit zieht Ponykraft und heilende Herzen an. Die Deko hier ist wundervoll, aber der Wirbel muss weg. Da bin ich ganz deiner Meinung. Beeilen wir uns. Magnetische Kräfte. Schaut mal, wie groß der Magnet ist. Der Magnet ist jetzt auf der letzten Stufe. Voll ausgerüstet. Tut mir leid, das war keine Absicht. Wow. Oh weh, oh weh, oh weh. So. Juhu. Oh. Okay. Und wow. Rarity, auch du machst uns manchmal ein bisschen, naja, kirre im Kopf, sag ich mal. Du überrascht uns. Du verwirrst uns. Du jagst uns einen Schrecken ein. Das sind immer so knappe Sprünge von dir. Okay, Rarity, komm. Zeig uns, was du drauf hast. Ich weiß, gemeinsam können wir das schaffen. Und nochmal. Und nochmal. Unwiderstehlich. Und jetzt haben wir wieder den vollen Umfang unseres Magneten. Du bist die Nummer 1. Damit kriegen wir wirklich alles rein. Also,
Praktischer geht er wohl kaum, oder? Wow, Achtung! Wow, das war wirklich sehr gefährlich gerade eben. Aber bisher kommen wir trotzdem ganz gut durch. So müssen wir das sehen. Immer positiv denken, immer positiv bleiben. Und trotzdem immer schön auf die Stacheln achten. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ja, und runter mit uns. Wow. Sehr schön. Und hoch. Und hoch. Wow. Wow. Ich mache jetzt nur noch Geräusche. Was ist denn das? Magnetische Kräfte. Juhu! So. So muss es laufen. Und. Oh, wieder einiges eingesammelt. Aber nicht genug. Und das war wieder ein sehr eleganter Sprung von uns. Und wir sind auch bald am Ende, wenn wir so weitermachen. Pony, kommt durch! Nur noch ein kleines Stück. Da vorne ist schon das Ziel. Dranbleiben. Komm, Rarity. Da vorne. Nur noch wenige Schritte und du bist durch. Geschafft. Der Wirbel hat gegen die Kraft der Freundschaft keine Chance. Das ist wirklich wahr. Das haben wir echt fabelhaft gemacht. Ha! Nimm das, Zauber! Nur noch ein paar Portale mehr und Ponyville ist gerettet. Okay. Ich würde sagen, ein Portal geht auf jeden Fall noch. Du hast genug Ponykraft, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Das mag sein, aber das machen wir nicht jetzt, sondern etwas später. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Wen nehmen wir zum Schluss? Rainbow Dash. Regen, bumm dich durch Hindernisse hindurch mit Rainbow Dash. Auf die Plätze, fertig, los, Rainbow Dash! Und sicherlich werden einige von euch sagen, Moment, wie zum Schluss kommt Rainbow Dash? Was mit Twilight Sparkle? Die war ja noch gar nicht dran heute. Das stimmt, aber es fehlen danach nur noch 5 Level. Und die werde ich dann zum Abschluss in der nächsten Folge machen. Aua. Wow. Upsala, voll mit dem Kopf dagegen gelaufen. Deswegen kriegt Twilight Sparkle in der nächsten Folge wieder ihr Debüt und darf sich zeigen. Daher macht heute Rainbow Dash den Abschluss. Oh, wow, schon wieder so viele Hände. Ah, die wollen uns wirklich greifen. Die wollen nicht, dass wir die ganzen Portale schließen. Deswegen sind jetzt so viele, wow, Hindernisse da, die uns versuchen aufzuhalten. Wir schaffen das. Juhu! Immer weiter. Wir müssen echt am Ball bleiben. Wir schaffen das schon. Ansturm. Wow, jetzt geht's wieder schnell zur Sache. Hier machen wir wirklich alles kaputt. Einmal quer durch. Wow. So muss das aussehen. Super. Und gleich nochmal die volle Power von Rainbow Dash. Wow. Rainbow Dash ist unglaublich stark. Er ist so super. Oder sie. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Ich habe schon mal die Frage gestellt. Ich dachte immer, Rainbow Dash wäre ein Junge, aber eigentlich ist er ein Mädchen, oder? Oder doch nicht? Schreibt mal in die Kommentare. Nur, damit ich sicher bin. Schreibt einen ganzen Satz. Sie ist ein Junge oder sie ist ein Mädchen, weil. Weil es in der Serie so ist oder im Film. Ich bin gespannt. Okay, Rutschsprung. Okay, und wow. 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 Okay. Okay. Weiter, Rainbow Dash. Ansturm. Jetzt gibt's wieder den Regenbogenansturm. Schaut mal, in der Regenbogenkraft können wir wirklich alles zerstören. Wow. Und dadurch beseitigen wir auch jedes Hindernis, das sich uns in den Weg stellt. Also besser kann das eigentlich mit dieser Fähigkeit gar nicht laufen. Halt durch! Und da vorne ist das Ziel. So schnell kann es gehen. Wir haben es mal wieder gemeistert. Super. Ha! Nimm das, Zauber! Nur noch ein paar Portale mehr und Ponyville ist gerettet. Ponyville ist so gut wie gerettet. Es fehlt nur noch ein kleines bisschen. Aber gut Ding. Will Weile haben. Zeit für eine Pony-Verbesserung. Ponyvilles Farben werden total in die dunkle Dimension gezogen. Los geht's, Ponys. Katztastisch begrüße ich euch zur allerletzten Folge von My Little Pony Läufer. Hier auf dem Katze-Kinder-Kanal. Heute gibt es das große Finale. Wir werden alle Farben wieder zurückbringen. Los. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Mit wem fangen wir aber an? Rainbow Dash. Regen, bumm dich durch Hindernisse hindurch mit Rainbow Dash. Gute Idee. Jetzt heißt es nach vorne preschen, Rainbow Dash. Rainbow Dash, du machst heute den Anfang. Zeig also den anderen Ponys, wie gut du bist. Wir schaffen das gemeinsam. Juhu! Rainbow Dash muss heute den Anfang machen. Und wir werden, weil wir nur noch 5 Portale haben,
ein Pony leider nicht einsetzen können. Geht ihr aus dem Weg! Aber welches Pony es sein wird, das entscheide ich spontan. Auf jeden Fall kann ich euch versprechen, dass Twilight Sparkle drankommt, da sie ja in der letzten Folge nicht dran war. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was ich nicht mit reinnehmen werde. Ihr könnt es jetzt leider gar nicht mitentscheiden, weil das ja ein bereits fertiges Video ist, wenn ihr das seht. Ich nehme es zwar gerade auf, aber sobald es auf YouTube ist, ist es natürlich auch schon vollendet. Kann nicht mehr geändert werden. Aber ihr könnt gerne mal überlegen und einfach mal eure Meinung schreiben. Einfach mal schätzen, was, welches Pony werde ich heute wahrscheinlich nicht nehmen. Das wird also spannend. Mal sehen. Pony kommt durch. Oh, Fähigkeit. Ansturm. Sehr schön, die ultimative Kraft. Mit dem Ansturm kommt wirklich niemand an uns heran. Diese Fähigkeit ist unglaublich stark. Und wenn wir so weitermachen, kommen wir auch gut durch das Spiel. Und schaut mal, wir haben noch immer alle drei Herzen. Also stellen wir uns auch echt gut an, muss ich sagen. Juhu! Nur noch wenige Meter für Rainbow Dash. Und dann hat sie es für dieses Spiel gemeistert. Komm, Rainbow Dash, du machst das noch fehlerfrei, ohne dass du ein Herz verlierst. Natürlich nur, wenn ich mich auch anstrenge und richtig springe. Schöner Sprung. Und hoch, sehr schön. Und wow, wow, das wird ein... Oh nein. Okay, das war schon besser. Man muss natürlich den kompletten Schwung mitnehmen, um auf der Rutsche auch möglichst weit springen zu können. Zusätzlich kann man die Sprungkraft noch erhöhen, indem man noch im richtigen Moment A drückt. Quatsch, ich spiele es ja nicht auf einem Gamepad. Ich meine, auf dem Touchscreen drückt. Geschafft. Die Kraft der Freundschaft gewinnt immer. Tja, wenn man es gewohnt ist, so zu spielen, einen Controller in der Hand zu haben, dann denkt man immer an A, wenn man springen möchte. Kennt ihr das? So schön wie ein Muffin von Pinkie Pie. Weiter so. Okay, wir haben das echt gut gemeistert. Danke, Rainbow Dash. Du warst super. Jetzt geht's aber weiter. Es wird immer schwieriger. Du solltest so langsam einige dieser Regenbogenkräfte verbessern. Nachdem wir uns jetzt von Rainbow Dash verabschiedet haben, verabschieden wir uns jetzt auch von der nächsten Person, vom nächsten Pony. Wen wählen wir? Das klingt nach einer Mission für, naja, wen auch immer du Applejack? Willst. Applejack? Fluttershy. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Los, los, Fluttershy. Ah, ich wollte schon fast Applejack nehmen, aber da hat sich doch glatt Fluttershy dazwischen gedrängelt. Dann zeig mal, was du kannst, Fluttershy. Vor allem werden wir auch heute bestimmt deine Pegasus-Fähigkeit benötigen, um durch das Level zu fliegen. Ich bin gespannt, was du kannst. Zeig alles, was du drauf hast. Und meine Lieben, hier kommt der Hinweis, falls euch das Video gefällt und ihr große My Little Pony-Fans seid, dann hinterlasst doch einen Daumen hoch. Das würde mich nicht nur sehr freuen, sondern zeigt mir auch, dass ihr auf jeden Fall noch mehr My Little Pony-Videos sehen möchtet. Und dann mache ich das wirklich gerne für euch. Suche neue Spiele raus. Juhu! Aber jetzt konzentrieren wir uns mal weiterhin auf das Spiel. Mal sehen, wie wir jetzt durchkommen werden. Bisher sieht das ja noch ganz gut aus. Aber bei Fluttershy weiß man nie, spätestens dann, wenn sie die Flugfähigkeit hat und hier und da ein paar Stacheln in der Luft schweben, die uns dann womöglich entgegenkommen könnten. Ja. Wie lautet der Spruch? Pegasus zum Himmel empor. Nein, so lautet nicht der Spruch. Pony kommt durch. Der Spruch lautet, wenn man vom Teufel spricht. Kaum spreche ich davon, dass ich in der Luft von einem Stachel getroffen werde. Zack, passiert es auch. Wow, wow, wow. Hier fliegen wir lieber drüber. Da sind wir sicher. Und hier aufpassen. Sehr schön gesprungen. Ich frage mich nach wie vor, was das sein kann. Was sind das für schwebende Kugeln? Was sind das für Hände, die rauskommen? Oder für Stacheln und Dornen? Was könnte das sein? Was hat Discord da für ein Buch gelesen oder rausgenommen? Schreibt mal in die Kommentare, was eure Meinung ist. Juhu! Aber Fluttershy macht das ansonsten ziemlich gut. Auch wenn sie schon ein Herz verloren hat. Gut, das kann jedem mal passieren. Aber finden wir noch einmal die Fähigkeit? Auf und davon! Kaum spreche ich davon, finden wir die Fähigkeit. Also heute sind wirklich viele Zufälle an den Mann gesetzt. So, wow, das war knapp gerade mit dem Flug. Wow, 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 wow. Du bist die Nummer 1. Fluttershy, wir fliegen einfach drüber. Alles ist gut, alles ist gut. Nein, nein, nein. Wow, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Unglaublich. Das ist Ziel, geschafft. 1:0 für die Kraft der Freundschaft. Vielen lieben Dank für deine Hilfe, Fluttershy. Auch von dir werden wir uns jetzt verabschieden. Das war's mit dir in dem Let's Play. Discord ist uns einen riesen Gefallen schuldig. Ein
sein, wie eine abgefahrene Party mit Kuchen zum Beispiel. Gut, wen sollen wir als nächstes spielen? Zeit für eine Pony-Verbesserung. Okay, aber das können wir auch später machen. Nehmen wir Pinkie Pie oder Applejack oder Twilight Sparkle. Das klingt nach einer Mission für, naja, wen auch immer du willst. Applejack. Äpfel regnen vom Himmel herab, um alles, was Applejack im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Es wird Zeit, dass dieser Wirbel aus der Stadt geworfen wird, Applejack. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ich weiß, dass du super schnell und echt stark bist, Applejack. Und vor allem mit der Fähigkeit, sagen wir mal Erntezeit, sind wir auf jeden Fall gut dabei und können so einiges reißen. Dann zeig mal, was du kannst. Wow! Wow, wow, wow! Was für ein schöner und eleganter Sprung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schaut mal. Immer von Plattform zu Plattform gesprungen. Wie ein Frosch. Wir sollten Applejack ab sofort Froschkönig nennen. Wie findet ihr die Idee? Findet ihr sie gut oder nicht so gut? Und wenn ja, warum findet ihr die Idee gut oder nicht so gut? Ich bin gespannt. Juhu! So, die großen Applejack-Fans unter euch, die werden bestimmt schreiben, nein, wie kannst du Applejack nur Froschkönig nennen? Mensch, Katze, sowas sagt man nicht. Und die anderen sagen, komm, ist doch egal, wir nennen sie ab sofort der Froschkönig. Ich bin gespannt, wer von euch in die Kommentare irgendwas über den Froschkönig schreiben wird. Halt durch! Ich kann mir vorstellen, dass die liebe Vesna was schreiben könnte. Oder Peace Power Girl, sofern sie das verfolgt. So. Okay, okay. Okay, sehr gut. Haben wir gut gemeistert. Wow. Wow, wow, wow. Ganz viele Stacheln. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass gerade die Apfelsaison war. Ich glaube, sonst wären wir da wahrscheinlich nicht durchgekommen. Es regnet Äpfel. Und noch einmal. So beseitigen wir wirklich jedes Hindernis. Es ist überhaupt kein Problem für uns. Schaut mal, wie gut wir das eigentlich meistern. Eigentlich sollten wir die Herrscher von Ponyville sein. Okay, ich übertreibe ein bisschen. Achtung, Achtung, Achtung. Schöner Sprung. Schön und elegant. Und immer wow. Weiter. Achtung, Applejack, hoch mit uns. Und noch ein Apfel. Wow. Apfelsaison. Wir finden heute wirklich sehr viele Äpfel. Super. Das müssen ganze Äpfelbäume sein. Körbe voller Äpfel, die wir jetzt durch die Lüfte schmeißen können. Ich frage mich, wo die herabfallen. Denn so hohe Bäume gibt es überhaupt wieder nicht. Aber da vorne ist schon das Ziel. Dank der Apfelsaison. 1:0 für die Kraft der Freundschaft. Also ich muss schon sagen, diese Fähigkeit war unglaublich praktisch und sehr, sehr stark. Toll. Ha, nimm das Zauber. Nur noch ein paar Portale mehr und Ponyville ist gerettet. Wir haben es fast geschafft. Okay, es geht direkt weiter. Sollen wir eine Verbesserung? Du hast genug Ponykraft, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Machen. Nee, wir machen mal weiter. Können wir auch später noch tun. Los geht's. Rarity. Rarities anziehende Persönlichkeit zieht Ponykraft und heilende Herzen an. Verpassen wir dem Wirbel einen ordentlichen Tritt in Manhattan-Style, Rarity. Dann mal los, Rarity. Wow. Rarity ist das vorletzte Pony in dem Spiel, das wir verwenden würden, werden. Puh. Jetzt haben wir uns auch schon von der lieben Applejack verabschiedet. Jetzt nur noch Rarity und Twilight Sparkle. Oder doch Pinkie Pie? Oh weia, ich kann mich mal wieder nicht entscheiden, aber eigentlich habe ich es ja schon fast beschlossen. Gut, Rarity, zeig erstmal, was du kannst. Juhu! Und hoffentlich finden wir mit dir noch einen magischen Magneten. Oh, da fällt mir ein, schaut mal, wie viele Münzen wir rechts oben haben. Klar, die wird ein bisschen verdeckt, die Anzeige von dem Katze-Kinderkanal-Logo. Aber man kann es trotzdem durchsehen. 3200 und... Ja, sagen wir 3300. Einfach mal, um es glatt zu machen. Haben wir auch gleich erreicht. Jetzt, genau. Klasse, oder? Schaut mal, wie viel das ist. Oh, oh. Du bist die Nummer 1. Ja, die Nummer 1 sind wir erst dann, wenn wir das Level auch schaffen. Aber ich muss schon sagen, mit all den Fähigkeiten sollten wir auf jeden Fall die von Twilight Sparkle und oder von Pinkie. Oha, was ist denn jetzt los? Oh, 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 Rarity. Boah, das war jetzt echt knapp. Das ist ja fast mein Herz stehen geblieben. So, jetzt aber nochmal Konzentration. Das ist jetzt wichtig. Was ist das denn? Das sieht aus wie eine Art Zange. Komisch.
Stacheln, Sphären, Kugeln, alles Mögliche. Alles in der Luft. Alles, um uns aufzuhalten. Man kann nie zu viel Herz haben. Und Rarity ist so gut wie sicher. Wir haben das Level nämlich fast so gut wie geschafft. Und haben sogar 3 Herzen. Perfekt, sage ich dazu nur. Unwiderstehlich. Und zum Abschluss nochmal den großen Magneten, mit dem wir wirklich alles einsammeln. Da haben wir aber jetzt echt viel über... Autsch! Was? Das war unfair! Immer weiter! Au, habt ihr das gesehen? Das glaubt mir doch kein Mensch. Habt ihr das gesehen? Wie unfair war denn das jetzt gerade? Wow. Der Wirbel hat gegen die Kraft der Freundschaft keine Chance. Immerhin haben wir es am Ende trotzdem noch geschafft. Knare Sache. Discord ist uns einen Riesengefallen schuldig. Ein Riesengefallen wie eine abgefahrene Party mit Kuchen zum Beispiel. Eine abgefahrene Party mit Kuchen. Das wäre der perfekte Abschluss. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den Erweiterungen, oder? Du kannst die Regenbogenkräfte mit der Ponykraft verbessern, die du auf deinen Missionen eingesammelt hast. Jedes neue Äpfel regnen vom Himmel herab. Wow! Mega-Pony-Verbesserungsalarm! Das sind die letzten Verbesserungen, bevor es in das letzte Level geht. Es wird spannend. Als Pegasus hat man einige Vorteile. Fluttershy kann hoch hinausfliegen. Fluttershy wird bald bis zum Mond und zurückfliegen können. Bis zum Mond und zurück. Das wäre verrückt, oder? Regen, bumm dich durch Hindernisse hindurch mit Rainbow Dash. Schwupps! Glaubst du, Rainbow Dash kann jetzt die Schallmauer durchbrechen? Bestimmt. Es ist ein Springspektakel mit Pinkie Pie. Die Kraft der Freundschaft ist unaufhaltsam. Bald haben wir es geschafft. Ich glaube, jetzt haben wir nicht mehr genug Münzen. Das heißt, weitere Verbesserungen kriegen wir leider nicht hin. Aber 3 Ponys sind komplett aufgeladen. Pinkie Pie... Nee, Quatsch. Applejack, Rarity und... Die Magie des Portals ist stark, aber die Kraft der Freundschaft ist stärker. Oh, das magische Portal. Pekal. Pokal. Wie auch immer. Ich wollte eigentlich Portal sagen. Ja, das letzte Level. Und, was ich noch sagen wollte, Twilight Sparkle ist auch komplett aufgeladen. Mit ihr werden wir dieses Spiel jetzt beenden. Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen. Twilight Sparkle. Verabschiede dich von nervigen Hindernissen mit Twilights magischem Schlag. Zeigen wir diesem Wirbel, was eine Prinzessin der Alihörner so drauf hat. Ganz genau, die Prinzessin der Alihörner. Kraft erhöht. Sehr schön. Das ist schon mal ein guter Start, dass wir direkt zum Anfang des Levels eine Fähigkeit bekommen. Jetzt kann Twilight Sparkle als Königin der Alihörner nochmal zeigen, dass sie das gesamte Portal jetzt ein für alle Mal verbannen wird. Und wieder ein kleines Sprungspektakel. Oh wow, jetzt hätten wir noch... Immer weiter. Autsch, jetzt hätten wir noch die Fähigkeit gebraucht. Gerade jetzt ist sie uns ausgegangen. Schade, schade. Achtung, Twilight Sparkle. Pass bitte gut auf dich auf. Ich bin echt gespannt, was jetzt am Ende des Spiels passiert, wenn wir das ganze Portal geschlossen haben und wieder überall Farbe ins Spiel gebracht haben. Juhu! Oder was heißt ins Spiel? Es geht ja nicht um das Spiel, sondern um Ponyville. Hier muss wieder Farbe zurückkehren. Kann man übrigens auch ein sehr schönes Spiel spielen, wenn ich so darüber nachdenke. Zum Beispiel Malbücher. Die sind ja auch erstmal schwarz-weiß. Man muss sie ausmalen. Da könnte man ja sagen, hey, irgendeiner, ein böser Zwerg, hat zum Beispiel dem Malbuch die ganze Farbe geklaut. Und ihr müsst es komplett ausmalen. Also gerade für die ganz kleinen Zuschauer unter uns ist es sicherlich eine schöne Sache. Also an alle Eltern, die zuhören, vielleicht wäre das mal eine Idee. Haben wir gerade spontan. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Idee haltet. Wow. Okay, jetzt nochmal. Wir sind fast am Ende. Jetzt muss wirklich jeder Sprung sitzen. Auch wenn wir noch 2 Herzen haben. Nur um sicher zu gehen. Schön gemacht, Twilight Sparkle. Weiter, weiter, weiter. Und hoch. Wir sind so gut wie am Ziel. Nur noch wenige Meter. Wow. Wow. Sehr schön. Die letzten Stacheln versuchen uns aufzuhalten, aber nein. Wir laufen dem Portal entgegen. Uns hält niemand auf. Kraft erhöht. Und jetzt erst recht nicht. Du bist die Nummer 1. Hier zerstören wir alles, was uns in den Weg kommt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da vorne ist das Ziel. Meine Lieben, wir haben es geschafft. Der Wirbel hat gegen die Kraft der Freundschaft keine Chance. Und damit ist auch wirklich jedes Portal zerstört. Super. Discord ist uns einen Riesengefallen schuldig. Einen Riesengefallen wie eine abgefahrene...
Wir haben es geschafft! Die Stadt hat alle ihre prächtigen, harmonischen und ponytastischen Farben wieder. Und das alles dank der Kraft der Freundschaft. Und was Discord angeht, fass ja absolut gar nichts mehr an. Ja, Discord, bitte lasst die Bücher lieber bleiben. Meine Lieben, das war mein Little Pony Läufer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Rechts oben könnt ihr das ganze Let's Play nochmal angucken. Rechts oben gibt es einen Videovorschlag. Tippt einfach da drauf, wenn ihr das Video sehen möchtet, und es geht los. Ansonsten nicht vergessen, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr auch zukünftig keine My Little Pony Videos mehr verpasst. Klickt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt. Würde mich sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal.